Die neue Episode DiscoFerks ist da und wird euch präsentiert von 54.de, 5 als Zahl, 4 als Wort.de. Da gibt's unter anderem meine Kolumne Schier sein Senf, aber auch Sportergebnisse und es gibt Sportergebnisse. Philipp, hör auf ein Selfie zu machen und schmeiß den Riemen auf die Orgel. Du alter Influencer. Ja, Mann. Willkommen. Einen wunderschönen Freitag, ihr Nasen da draußen. Der Herbst ist da. Es ist endlich soweit. Ich habe schon den Schal an. Ich habe die Winterpullis schon wieder vorne in meinen Kleiderschrank geräumt, obwohl ich letzten Freitag wirklich noch T-Shirts gebraucht habe. Es ist alles total weird, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich und wir sind heute direkt zu Beginn der Folge transparent. Ich habe von meinem Schal erzählt, ich habe die Heizung hier bei mir im Studio laufen und ich weiß, Johannes sitzt am knisternden Kamin zu Hause. Johannes, was ist los bei dir? Ich sage es mal so, der Herbst kann mich hart am Arsch lecken. Und das ist ja nett. Ansonsten habe ich hier genug Feuerholz und ich versuche meinen eigenen, ich bin so ein bisschen wie so ein, wie soll ich das jetzt nennen? Ich glaube, das hat was von der Mischung aus so einem Eisbaderekordaufsteller in den USA und so einem Apnoe-Taucher. Ich versuche so lange wie möglich rauszuzögern, die Zentralheizung anzuschmeißen, um zu gucken, wie viel ich nächstes Jahr dann von meiner Gaslieferfirma zurückbekomme. Gehst du auch morgens in so eine Eistonne? Gib mir noch 3 Wochen, dann passiert das ganz automatisch, wenn ich morgens meine Nummer 2 erledige. Sozusagen. Okay, verstehe. Also wenn das Früchtemüsli nochmal Pfötchen gibt, dann geht's ab auf die Eistonne. Ah, oh, ja, ich kenne das, ne? Wenn man im WC keine Heizung anmachen will, weil man sich dagegen wehrt. Wir haben das zu Hause auch. Vor allem im WC, also mach mal ein bisschen transparenten Real Talk. Ich bin Altbaubewohner. Und mein WC lüftet sich durch Fenster auf. Und das bedeutet, dass die Wärme rausgeht. Und deshalb läuft da der Heizkörper relativ selten, sondern da steht wirklich mittlerweile ein Heizlüfter. Ich arbeite aber schon länger dran, mich dazu aufzuraffen, diese 1 Meter dicke Bruchsteinwand mal durchzukloppen, um mir da eine Lüftung einzubauen. Aber das ist immer mit so viel Dreck verbunden und so viel Arbeitsaufwand auch, dass ja, wie soll ich sagen? Da muss man schon wirklich ganz schön ballaststoffreich essen, damit sich das wirklich lohnt. Ja, ich sag mal, wenn man 3 Mal am Tag kacken geht, dann hast du es raus, ne? Da, wo ist die Grenze? Ballaststoffe. Muss man mal genau gegenrechnen, ne? Wie oft müsste ich täglich austreten, damit sich das Ganze halbwegs lohnt? Naja, wobei. Na gut, in der Spargelsaison kannst du ja auch Nummer 1 quasi noch mit reinrechnen, ne? Das ist ja dann, ich sag mal so, im Mai, Juni lohnt sich die Lüftung doppelt. Ja, und gerade auf dem Land wird ja viel Spargel gegessen, ne? Ja, also wir scheißen euch zu mit unserem Spargel. Fang frisch vom Nachbargrundstück. Genau, fang frisch vom Nachbargrundstück. Du hast doch bestimmt so ein Fensterbank-Spargel, so ein Hochbeet im Wohnzimmer, wo Spargel wächst. Sag mal, jetzt machst du dich aber sicher sehr über die Landbevölkerung lustig. Also ja, wir kaufen die Scheiße für 20 Euro für 100 Gramm. Ihr kauft die Scheiße und ich weiß, was drin ist. Deswegen, in der Tat bin ich kein Selbstversorger. Also ein Taschenspargel. Du hast bestimmt so einen Taschenspargel in der Saison. Ich habe immer einen Taschenspargel, aber der lag auf der Straße, den musste ich ja wirklich nur aufholen. Den habe ich auch extra dahin gelegt. Den Taschenspargel. Das war ja völlig klar. Eieiei, gut, da haben wir doch schon mal einen sauberen Einstieg. Aber wo bekommt ihr das sonst, liebe DiscoFerksianerInnen? Wir sind hier in Minute, keine Ahnung, und haben schon direkt irgendwie wir haben noch keinen Herbst. Keinen Pimmelwitz gemacht. Doch, nee, haben wir. Taschenspargel. Ja, Taschenspargel, also ja. Pimmelwitz ist durch. Aber ich meine, wo kriegst du das sonst, dass du im Oktober bei den Temperaturen über Spargel geredet wird. Ne? Das ist wirklich eine Besonderheit an der Stelle. Bekommt ihr nur bei DiscoFerks. Das ja, ist schon mal völlig ihr, klar. Ihr wusstet ja gar nicht, wie nötig ihr das jetzt auch gebraucht habt. Ne? Das, man weiß ja immer, ist jetzt schon so ein bisschen wärmer geworden. Ich,
Mir ist es erst warm geworden, als wir angefangen haben, über Geschlechtsteile zu reden. Und das ist eine super Überleitung zu unserer neuen Rubrik, zu der du mich dieses Mal genötigt hast. Das ist überhaupt nicht wahr. Es hat sich so ergeben. Ja, aus unserem Gespräch. Oder? Und darüber decken wir den geblümten Mantel des Schweigens. Aber das Resultat ist eine neue Ausgabe unserer Lieblingsrubrik Kölsch für den Schier. Fahr ab. Kölsch für den Schier. Ja, hier geht es Schlag auf Schlag, Kölsch für den Schier, unsere neue Rubrik. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass Johannes so ein bisschen was lernt über die Gegend, in der ich hier häuslich zu finden bin, nämlich den Großraum Köln. Und im Großraum Köln wird bekannterweise Kölsch getrunken und Kölsch gesprochen. Und ja, wir betonen an dieser Stelle nochmal, Rheinländer Dialekt ist nicht gleich Kölsch und umgekehrt. So, und wir hatten in einem Vorgespräch für unseren Dreh, für unser Recording. Im Produktionsmeeting. Im Produktionsmeeting hatten wir, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie wir drauf gekommen sind. Kann ich dir ziemlich genau sagen. Wir haben die Soundcheck-Wörter. Und die besten eins der besten Soundcheck-Wörter. Können wir ein Ranking draus machen? Ja, machen wir. Aber ich spoiler schon mal Hot Take. Nee, mach das nicht. Wir behalten das Top 1 Soundcheck-Wort vielleicht für ein späteres Fünfer-Ranking. Ihr könnt aber natürlich gerne, wenn ihr schon eine Idee habt, worum es gehen könnte, schreibt uns einfach entweder in die Kommentare bei YouTube, wo ihr unbedingt ein Abo da lassen müsst, oder über die DMs auf Social oder, Media. Oder inspiriert uns einfach. Liebe Tontechniker da draußen, liebe Musiker, die ihre Technik selber machen und so, was sind eure Soundcheck-Wörter? Es geht ja darum, wir brauchen quasi ein Laut oder auch P, ne? Also P oder F. Dann brauchen wir ein Vokal, wie zum Beispiel, ich greife jetzt mal aus der Luft, oh. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Z, Z, Z. Und wir brauchen ein Ja, also das passt schon gut zusammen. Ein gutes Soundcheck-Wort würde jetzt all das beinhalten. Vielleicht fällt euch eins ein. Also alle Tech-Guys da draußen, TontechnikerInnen, alle SängerInnen, überlegt mal, geht mal in euch und natürlich auch alle anderen, wenn ihr mal beim Soundcheck dabei wart und habt da gute Wörter gehört und kommt uns nicht mit den Klassikern hier. Kein 1, 2, 3, kein 1, 2, 3, 3 check, genau. Check. Nee, das wollen wir nicht. Na, also wir suchen was total Verrücktes. Wir machen jetzt in der Stelle einen Cut. Der Bumper ist ja schon gelaufen. Wir sind in der Rubrik Kölsch für Schier. Natürlich gibt es auch kölsche Worte, mit denen man gut Soundcheck machen könnte. Darum ging es aber nicht. Sondern wir befinden uns natürlich heute in einem, Johannes hat es eben schon so leicht in der Überleitung anmoderiert. Wir sind, lass mich jetzt sagen, wir sind einfach ganz galant Genitalien gefahren und haben schlechtes und sind jetzt, wir sind quasi in Kölsch untenrum. Das heißt, ich hab einfach ganz naiv mal die Frage gestellt. Ist Anatomie, ganz einfach. Ja, ich habe mal ganz naiv die Frage gestellt, wie soll ich jetzt sagen, welche lustigen, schunkeligen, zwirbelbärtigen kölschen Wörter es so gibt für, ich sag jetzt mal, primäre Geschlechtsorgane, sowohl bei Mann als auch bei Frau. Und interessant ist natürlich die, man muss sich auch mal vorstellen, ist vielleicht eine Marktlücke, ob nicht gediegene Erwachsenenunterhaltung mit hohem Einsatz der Physis Kölsch synchronisiert werden könnte. Und spätestens dann braucht man ja auch jede Menge Bezeichnungen für die Geschlechtsteile. Und ich stelle mir vor, wie Henning Krautmacher und Gabi Köster in einem Synchronstudio stehen. Trude Herr, lebt die noch? Nee. Also Henning Krautmacher und Gabi Köster in einem Synchronstudio stehen und einen Gina-Wild-Film nachsynchronisieren auf Kölsch. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich würde mir den Torrent holen, auf jeden Fall. Den Torrent würde ich mir ziehen. Ist das nicht schon eine sexuelle Anspielung? Nein. Wir brauchen natürlich, also ich glaube, da würden natürlich viele Sachen fallen wie, oh, du lecker Mädchen, komm mal bei mir bei und so. Oder das wäre wahrscheinlich so der Beginn. Ich will explizite Wörter für die genau, Teile. Aber haben. Wenn es dann zum Geschlechtsakt kommt, und ich finde das super, wir laufen 5 Minuten und sind direkt in so einem tollen Thema. Fangen wir, Ladies first, fangen wir natürlich erstmal mit Synonymen für das Wort Vagina an. Ne? Also wie wird Moment, reden wir jetzt von der Vagina oder von der Vulva?
Von der Vagina natürlich, ne? Also von der Vagina, die gibt es auf jeden Fall auf Kölsch. Ich mag, wie du das sagst. Vagina. Vagina, ja. Ja, du. Klingt schon so ein bisschen, hat eigentlich fast schon was Ruhrpottlerisches, wenn du dazu sagst. Weißt du, das klingt für mich so, Kevin, komm mal weg damit, die Vagina. Ja. Gut, ich habe eine Zeit lang im Ruhrpott gelebt, vielleicht hat es abgefärbt, ich weiß es nicht. Ich will gerade sagen. In jedem Fall geht es um die Vagina. Wir haben einige Worte dafür im Kölschen. Also die Vagina oder wie wir Hipster sagen, Veggie. Moment, ich hole gerade mein kurzes Joke-Schlagzeug. Ja, ich putze mir derweil mal die Nase. Ich rede dir jetzt auch nicht mehr rein. Entschuldigung. Den Sound lassen wir lieber mal im On, da wollte ich jetzt nicht drüber quatschen. Könnt ihr euch gerne rausschneiden aus der jetzigen Folge. Ich werde hier noch ein Audio-Meme, genau. Ein Audio-Meme, ne? Also, kommen wir zum Thema zurück. Kölsch für den Schier. Natürlich gibt es auch für das Wort Vagina kölsche Entsprechungen. Und zwar naheliegend, man sagt ja auch im Deutschen, wobei das weiß ich aus meinen verschiedenen Woke-Bubbles, dass es durchaus ja nicht mehr so gerne gesehen wird. Im Deutschen sagt man ja auch durchaus Scheide, ne? Wird nicht mehr so gerne verwendet aus verschiedenen Gründen, aber natürlich gibt es im Kölschen sehr einfach und naheliegend das Wort Descheid. Ne? Also für Vagina kann man auf jeden Fall schon mal sagen Descheid. Ansonsten gehen wir langsam Richtung Eifel rüber. Da gibt es noch eine Entsprechung, die man auch in der Eifel Richtung Trier runter kennt. Die Funz. Ne? Funz, ganz klares Wort, auch für Vagina kann man durchaus sagen. Ja, habe ich schon gehört. Und natürlich empörten Kopf drüber geschüttelt. Empört, ganz, ja, ganz klar. Ja, ne? Ja, ja. Da komm, aber das kennst du doch. Sagt man das in Trier eigentlich auch noch? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich meine schon, ne? Man kann nicht in Trier sagen, es gibt in Trier gibt es auch verschiedene. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Ausdruck Fletsch wirklich jetzt offiziell trierisch ist. Dafür bin ich auch zu wenig trierisch, aber den habe ich schon mal gehört. Und dazu dann noch, lass mich mal überlegen. Keine Ahnung, aber wo du gerade hier so von der Scheide redest, ne? Habe ich mich gefragt, ist im Zeitalter des Transgendertums nicht der Ausdruck sich scheiden lassen, was ganz neu ist? Ja, dann. Ja, ich habe heute echt hier im Witzemüsli die großen die Nüsse rausgefischt. Ziemlich flach heute. Ja. Ziemlich, hast du Buchstabensuppe zu Abend gegessen? Wahrscheinlich. Zu wenig draußen gewesen heute. Lass ich mal so stehen. Es gibt auf jeden Fall eine sehr große feministische Gruppe in der Woke-Bubble, die sagt, das Wort Scheide mag man nicht mehr so gerne. Ob sich scheiden lassen Fachterminus bei einer Geschlechtsumwandlung sein dürfte. Dann wäre ja quasi andersrum sich pimmeln lassen. Die Anfrage an Olivia Jones läuft seit Monaten. Wir kriegen einfach keine Antwort. Die würden wir natürlich sehr gerne mal als Gast hier einladen, um solche Fragen zu klären. Wir Moment, arbeiten auch. Jetzt muss ich aber kurz woke sein. Olivia Jones ist keine Transfrau und nee, will auch keine werden. Ist zumindest eine interessante Persönlichkeit für ein Trigespräch. Ja, auf jeden Fall. Hier, ja, ist ja immer herzlich willkommen hier. Ne? Ist ja nicht und so als zumindest näher dran als wir beiden. Also mit apropos, so, mit Trans kennen wir uns nicht. Ich muss mir halt aufschreiben, dass ich gleich nochmal nachfrage, sonst kommen wir jetzt zueinander. Ja, erzähl. Also die Funz ist klar, ne? Eine Entsprechung für das weibliche Geschlechtsorgan Funz. Dann haben wir noch zwei Worte im Kölschen, die mir begegnet sind. Und zwar einmal die Mösch. Nein, die Mösch. Das ist super Kölsch. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Hast du mal ihre Mösch gesehen? So. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Die Mösch, es gibt ein sehr bekanntes altes Lied, Wat mäht die Mösch in unserer Kösch. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Das wofür steht denn Mösch? Steht doch bestimmt, ist doch bestimmt wieder das Wort Pussy oder so, das hat also eigentlich für was anderes steht. Es gibt durchaus eine Entsprechung für das Wort Mösch. Das wird hier gleichgesetzt mit dem Wort Vagina. Lässt sich aber auch verwenden für das Wort Spatz oder Sperling. Oh, interessant, weil Spatz oder Sperling oder auch also Vögel. Der Vogel tatsächlich im Luxemburgischen, de Foul, tatsächlich für den Penis steht. Ja, siehst du mal, dann befinden wir uns doch schon mal in der, also zumindest scheint es ja dann eine Gemeinsamkeit zu geben, wie man von dieser Tierart auf Geschlechtsteile kommt. Aber Mösch. Der Mösch. Also Mösch ist normalerweise, man muss ein bisschen aufpassen, es gibt auch das Schimpfwort Mösch.
meist ein verkahlter Mösch, das ist eine kälteempfindliche Person oder eine verfrorene Person, kann man also auch als Beleidigung verwenden. Aufpassen muss man wiederum in Kölsch. Der Berliner würde sagen, du Frostfotze. Sehr wahrscheinlich, das Kölsch hat ein bisschen netter. Kölsch ist, ne? Charmanter, ne? Ja, ja. Also die Mösch ist entweder das Geschlechtsteil der Frau oder ein Spatz, Sperling, also diese Vogelart. Ein verkahlter Mösch kann, wie gesagt, entweder eine kälteempfindliche Person sein oder eine verfrorene Person. Aufpassen muss man bitte in dem Kontext, wenn man sagt Möschje, das ist nämlich ein 8 Liter einer Flüssigkeit. Das ist also 0,1, das ist ein Kölschglas, ne? Oder ein Kölschglas, nee, ist 0,2. Das sind 0,2, genau. Und da kommt dann bestimmt von Begriff kleines Maß, Mäschen, oder? Da ist so bestimmt wahrscheinlich, etymologisch, ja, glaube ich. Aufpassen, ne? Also wenn ihr Kölsch imitieren wollt und sagt aus Versehen Mösje und meint irgendwie vielleicht ein Geschlechtsteil in Diminutiv, dann kriegt ihr auch. Dann solltet ihr übrigens niemals irgendwo in Köln, irgendwo auf der Welt danach fragen. Wenn ihr schon nach Geschlechtsteilen fragt, dann bitte nicht im Diminutiv. Ja, wollte ich nur, alles, was damit zu tun hat, da distanzieren wir uns jetzt ganz schnell von und machen weiter. So, wir haben noch ein viertes Wort für das weibliche Geschlechtsorgan offen. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also nicht, weil das es gut beschreibt, sondern weil das auch irgendwie einen ganz komischen Ursprung hat. Ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler, ich kann nicht erklären, wo es herkommt, aber man sagt auch die Brumm. Die Brumm habe ich schon gehört. Tatsächlich auch aus der Eifel kenne ich den Begriff. Genau, ja, Eifel hat, also das Eifler Platt oder einige der Eifeldialekte haben natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten mit der kölschen Sprache. Mhm. Jetzt muss man hier wieder aufpassen. Aber Brumm, wie das Wort Brummen, ne? Also mit B geschrieben. Nee, mit P wie Peter. Ah, Brumm. Genau, die Brumm. Kommt auch in dann kann ich dir schon sagen, wo dem bekannten herkommt. Kölschen Lied Ob dem Markt vor. Ne? Also Ob dem Markt, auf dem Markt, da werden auch Brumme verkauft. Das sind Pflaumen. Genau. Weil da kommt Prunes, quasi her. Prunes im Englischen und so weiter. Ne? Ja, okay. Und das hat halt auch dann wieder die Doppelbedeutung. Also entweder die Pflaume. Es gibt aber, soweit ich weiß, auch im Deutschen durchaus, hat sich das irgendwann mal eingebürgert, ist nicht ganz so weit verbreitet, aber es gibt auch Leute, die durchaus im Deutschen das Wort Pflaume gleichbedeutend für Vagina verwendet. Natürlich, ne? Tausendmal gehört. Und ne? Tausendmal also ist nichts passiert. Nein. Also habe ich tausendmal gehört. Und es gibt auch im Luxemburgischen jetzt wieder den berühmten Satz, lieber die Quetsch gefingert als die Finger gequetscht. Was eigentlich genau das Thema ist, weil Quetsche ist halt die Zwetschge. Stimmt, und ne, Zwetschge damit Pflaume und so weiter. Im Prinzip genau, die Quetsch. Ja, aber bei euch ist ja die Quetsch wiederum die Ziehharmonika. Es ist ein Instrument, ja. Also jetzt stellt euch mal meinen Kopf vor. Ne? Ich habe früher in der Region, wo Johannes jetzt ist, gelebt, also auch viel mit den Luxemburgern abgehangen. Und jetzt hänge ich hier rum, Brainfuck. Ich sag nur Brainfuck. Wo wir wieder beim Thema wären. Also wir haben jetzt schon festgestellt, Mösch und Brumm ist auf jeden Fall, sind zwei Worte, die andere Ursprungsbedeutung haben. Einmal der Spatz Sperling, einmal die Pflaume, um das Geschlechtsorgan der Dame zu beschreiben. Und wir wollen natürlich, weil wir sind ja hier der fairste Podcast unter Spotifys Sonne. Ist denn eigentlich jetzt ein guter Moment, um deinen Eltern mal so eine, Schwiegereltern mal so eine Einladungspostkarte zu schicken, sich mal die neue Folge anzuhören? Du, ja, ich meine, meine Frau ist Medizinerin, die redet den ganzen Tag über so ein Zeug. Okay, gut. Jetzt ist weißt immer du? Die Frage, also, wie? Also, ja, ist deine Frau ist ja. Deine Frau, die spricht auch kein Kölsch, oder? Also. Sie. Deine Frau hat keinen gezwirbelten Schnurrbart. So viel steht schon mal fest. Und deine Frau, die klingt jetzt auch nur nicht. Sonntags. Klingt auch nicht wie Gabi Köster, sondern. Also, worum ja, aber mir wenn geht, du sie fragst, dann würde sie es schon, also sie hätte es schon gerne, dass sie Kölsch sprechen würde, aber ihr Kölsch ist sehr süß. Also ich sag mal so, dafür, dass sie 30 Kilometer von Köln aufgewachsen ist, ist ihr Kölsch ungefähr so Kölsch, wie mein Arabisch ist. Gut, die Frage ist halt, also mir geht jetzt nur letztlich darum, im Medizineralltag in Köln, wie der Arzt das kann bei der aber begegnen. Visite dann also, so... Doch, das kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung sagen. Es gibt hier in den Krankenhäusern in jeder Station, in jedem Arbeitsalltag immer mindestens eine ältere Dame auf einer Station, die noch original Kölsch redet. Und da kann ich es jedem Mediziner und jeder Medizinerin, die in Köln Karriere machen wollen, nur raten, die ganzen Fachbegriffe auch für alle Körperteile, Körperöffnungen, Körpersäfte auf Kölsch dringend zu lernen, weil... Mir fallen gerade tonnenweise kölsche Fastnachtslieder mit den Worten ein, aber die sind wahrscheinlich wieder viel zu hart für den Kölner Karneval. Ja.
Ja, Punkt. Die wollen wir nicht hören hier. Es gibt jedes Jahr, kommen ja die Compilations raus, da reden wir gleich nochmal drüber. Und es gibt wahrscheinlich auch jedes Jahr so unter der Ladentheke früher so eine FSK 18-Variante. Da sind dann die harten Sachen drauf. So, weißt du? Von wegen Marlenche, Marlenche, ich hab dein Möschchen Sinn. Am Heumarkt, han ich den Möschchen Sinn. So weit, ne? So drei Viertel schunkeln, aber schön, schön immer in die Sauerei rein. Die Bumsbrumm. Das berühmte Karnevalslied von, jetzt muss ich aufpassen. Obwohl, komm, ich sag's mal gucken. Von Vicky Junggeburt. Nein. Nein. Echter Name? Ja. Künstlername? Nee. Wirklich bürgerlicher Name? Jupp. Na gut, okay, als Künstlername wäre es eigentlich schon noch zu hart. Irgendwie Norbert Nachgeburt. Ja, das ist der Typ, der hat A-Moll Prinz zu Sinn tatsächlich geschrieben oder ursprungsvertont. Okay. Das ist ja so die Hymne, die wir hier in Köln dann haben, für denjenigen oder für den Ausdruck des Wunsches, einmal im Kölner Karneval Prinz Karneval zu sein. Aber egal, wir kommen vom Thema ab. Genau, wobei, Penisse. Lass uns über Pimmel reden. Penisse. Wir wollen natürlich aus Fairnessgründen natürlich uns auch das männliche Geschlechtsteil anschauen. Wir sind immer noch in unserer Rubrik Kölsch für den Schier. Ihr seid hier nicht beim Telekolleg Sexualaufklärung oder so. So, kommen wir also zum Penis. Da gibt es eine ganze Reihe von Wörtern. Das würde dich sehr freuen, Johannes. Ich glaube, hier wirst du auch mehr auf deine Kosten kommen. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Nix. Aber ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile, ne? Also ist, ja, ist du, ja nicht wird so, jetzt ne? Hier aber gerade ganz, ganz schwer Supernasen-podcastig. Warum? Ja, weil das so. Also, fangen wir mit dem ersten Wort an. Man kann zum Penis sagen Dill. 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 Also, wie das Gewürz, wie hat man das auf Fisch. Kraut. Ja, okay. Genau. Dill. Moment, Vorsicht, hier geht gerade mein Bildschirm aus. So, Dill. Also, das wäre das erste Wort. Dill hat ursprünglich die Bedeutung Diele oder Holzbrett. Kann auch bedeuten Kant, Dill. Kant, also Holz. Das Kraut, Dill. Ja. Man kann aber auch sagen Dill. Oder leck mich am Dill ist ein Ausruf des Erstaunens. Leck ja? mich am Dill. Ne? Also das wäre schon mal so die erste Sache. Das zweite Wort ist ein bisschen schwerer oder hört man nicht so häufig. Löll. 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 Da gibt es auch, soweit ich weiß, keine... So, die ist eine Show von Bully Herbig. Jetzt keine besonders gut, aber... Hat Thorsten Schräter doch gewonnen. Last when laughing. Ist doch die... Das wäre die Variante, wenn du es schreiben würdest im Klappentext einer Folge Disco-Füchs. Dann würde das Ding Löll heißen. Ich glaube, wir haben hier im Ort sogar eine Straße, die heißt am Löllberg, weil ich eigentlich ganz lustig finde gerade. Ja, es gibt auch wahrscheinlich einen Zusammenhang, und zwar Stöpsel oder Pfropfen. Passt natürlich dann auch zum Pimmel, ne? Also okay. Der Löll ist der Penis oder Stöpsel, Pfropfen. Zum Beispiel das Ohr verstopft haben heißt Schannen Löll im Ohr. Ein Löll im Ohr. Sehr schön auch das Wort Hörgerät. Löllhorn. Toll, oder? Löllhorn. Löllhorn. Okay, da ist doch schon mal ein Folgentitel, oder? Löllhorn. Na, ob das so viele Klicks bringt, ich weiß es ja nicht. Löllhorn im Moment. Mösch, Löllhorn. Besser nicht. Brummel. Besser nicht. Kommen wir mal, also naheliegend Lömmel. Lömmel. Ne Lömmel, also wie Lümmel. Die Lömme. Ne, Lömmel. Ja, okay. Der Lömmel. Lömmel. Okay, ich habe den Lömmel gequetscht. Ich hätte Lömmel, ja. Ich habe mir den Lömmel gequetscht. Okay. So. Der Lümmel kann aber natürlich auch stehen für Bursche, Flegel, Kerl oder Halbstarker. Halbstark finde ich in dem Zusammenhang interessant und lustig. Man sagt im Kölschen auch tatsächlich Lömmele für Lümmeln. Also das ist wieder der Bezug zum Wort Lümmel. Moment, und ist Lümmeln, heißt das jetzt in dem Fall einfach rumhängen irgendwo? Genau, rumhängen. Okay. Also wie das deutsche Wort Lümmeln. Also völlig keusch. Herumlümmeln wäre ja. Lömmele. Ja, ne? Ja, okay. Also würde man Kölsch sagen, die Lömmele rum. Loitering. Ja, es gibt aber auch den Ausdruck, und es gibt sogar mittlerweile wieder eine Marke, die sich so nennt, und zwar eine Limonade ist umgangssprachlich in Kölsch ein Lömmelöm. In was? Eine Limonade ist in Kölsch ein Lömmelöm. Also wenn du eine Limonade bestellst, sagst du, ich hätte ja eine Lömmelöm.
Okay. Ein Lümmelum. Einfach ein Lümmelum. Lass mal einfach so stehen. Jetzt kommt mein Lieblingswort. Das kennst du aber auch. Das gibt es, glaube ich, auch da in der Trierer Kante. Der Löres. Der Löres. Der Löres. Also nee, aber Löres kennt man aber, ja. Löres, nee, also Löres kenne ich hauptsächlich aus dem Ruhrpott. Da gibt es auch keine andere Bedeutung im Kölschen für. Der Löres ist einfach nur der Penis, also der Löres. Ganz, ganz klassisch. Dann ein Wort, das ich persönlich noch nie dafür gehört habe, nämlich das Wörtchen Nip. Nip? Der Nip. N-I-P-P. Hat auch nur diese eine Bedeutung. Dann gibt es noch das Wort De Pitz. De Pitz. De Pitz. Ich habe meine Pitz gebrochen. Gibt es auch keine Entsprechung für. Also Pitz ist auch tatsächlich nur Penis. Dann sehr schönes Wort. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Geschrieben unspektakulär. Wir sind ja einfach in Köln. Also in Köln wird das folgende Wort folgendermaßen ausgesprochen. Der Prügel. Der was? Das ist ein großer Unterschied. Der Prügel. Der Prügel. Ja. Ne, ich habe einen dicken Prügel in der Hose. Im Kölschen wird es ein bisschen schöner, weil der Prügel ist der Prügel. Prügel. Ne, das G also wird ja als Ü gesprochen. Ne? Ja, Prügel. Genau, P-R-Ü, kölsches G-E-L. Der Prügel. Ne? Aber da merkst du doch schon wieder, die charakteristischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, wo allein schon in der Anzahl der Bezeichnungen für die Primärgeschlechtsteile, als auch in der Art und Weise, wie der Mann verwitzelt oder auch in dem Fall natürlich ziemlich zum Angeben nutzt. Also ich mein, absolut. Bis jetzt habe ich nur Dill nicht verstanden. Ja, müsste man vielleicht mal eine Dillpflanze sehen. Kraut damit so gut, es ist halt auch ein langer Halm. Nee, Dill hast du doch eben erklärt, die Diele, die Holzdiele. Und damit bist du ja auch schon wieder bei der Latte. Bis bei der Latte. Krass, ne? Also sonst haben wir noch Rehme, das steht aber für Riemen. Ja, klar. Ne? Also das kennt man auch. Und Schnibbel. Schnibbel. Schnibbel wird aber auch eher bei Kindern benutzt. Ich wollte gerade sagen, klingt auch so. Da gibt es ja auch im Deutschen Kinderentsprechungen. Also ich weiß noch, als ich Kind war, wurden auch oft so verniedlichende Worte für, es klingt super, super pedo. Ich weiß nicht, wie du jetzt aus der Nummer rauskommst. Im Umgang mit den eigenen Kindern findet man ja auch dann eben Worte, um halt mit dem Nachwuchs zu kommunizieren, dass der Junge einen Penis hat. Und da wird halt eben oft oder wurde früher auch oft eben irgendwas anderes benutzt als das Fachwort im weitesten Sinne Penis. Und da gibt es halt auch zum Beispiel Lümmelchen als Bezeichnung. Ne? Also vom Lümmel, das Diminutiv. Der Schnibbel ist dann auch eher was man jetzt über kleinere Jungs sagen würde. Ne? Kopf ist wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich im Hochdeutschen von Schnitzel. Aber nicht Schnitzel, breit geklopftes Stück Schwein, ja, sondern geschnitzter Span, wie auch immer. Also so ein Apfelstück oder so. Ne? So ja, sowas. Ne? Schnitzel irgendwie in die Richtung. Ja. So, ich würde sagen, also das könnt ihr mal alles nochmal für euch nachlesen, nachhören. Im Zweifel einfach mal auf der Website von der Akademie für uns Köln-Sproch. Da kann man eine ganze Menge googeln. Da gibt es sogar so ein Online-Wörterbuch, wo man einfach nochmal Penis eingeben kann. Vielleicht noch gerade, damit wir wissenschaftlich auch der Vollständigkeit halber und so mal drüber geredet haben. Wie ist denn das mit Brüsten? Brüste? Ah, da müsste ich jetzt gucken. Also ich glaube auch in Kölschen. Aber Brüste, da müsste ich jetzt lure. Also, bekannt ist natürlich das Wort für Brust ist Bruss. Mhm. Ist so ein O-Doppel-S, also ja. Bross. Bross. Aber das O wird im Kölschen nie so als O, sondern eher so ein O-U gesprochen, ja. Also die Bruss. Ne? Ja. Dann kannst du sagen, ändert so ein bisschen an Mammographie, dem Mem. Ist halt ein Singular? Oder ja, also es ist schon eine Entsprechung für Busen. Du würdest sagen, die Memme oder ein Busen oder eine Brust wäre dem Mem. Soweit ich weiß, aber da bin ich jetzt tatsächlich wissenstechnisch auf Glatteis, ist ja auch der Busen der Bereich zwischen den Brüsten, also quasi über dem Brustbein. Boah, da kennst du dich natürlich viel besser aus als ich. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber also vielleicht Mops. Der Mops. Der Mops ist klar, ne? Oder die Möpse, dann ja gut, das Titt ist aber oder Titte. Gesamtdeutsch, das ist alles Gesamtdeutsch. Ja, ja. Ich will was hören, was so klingt. Es gibt nicht so viel. Also es gibt Förbau oder Fürbau, kannst du sagen. Ja, das gut, ja, die Übersetzung. Ja, ja. Dann halt die Brust oder Brüscher. Brüscher. Titscher. Ah, nee. Memme-Spektakel.
Memme-Spektakel ist doch sehr kölsch. Ja, das ist aber... Also entschuldigen glaub, Sie bitte, sein. Junge Frau, darf ich mal Ihre Memme-Spektakel sehen? Das ist doch schon sehr, das ist doch Tünnes und Schäl vom Feinsten. Ja, also richtig gibt's halt irgendwie nichts mehr. Ich guck mal noch gerade, ob ich noch ein anderes entsprechendes Ding finde. Nee, also... Ja, doch, ganz früh hat man noch gesagt, stimmt, das hat mir nämlich noch gefehlt, die Bosch. Die was? Die Bosch. Ist das Singular oder Plural? Wieder gefragt. Ich glaube, das ist so ein Pluralwort sogar. Also das würde man nicht, hier wäre, die Übersetzung wäre eigentlich Brust, aber es ist ja auch schon wieder so die Sache, der Mann hat ja absurderweise eine Brust, die Frau theoretisch Brüste, aber hier würde man eher sagen, die Bosch. Okay. Für die Brüste der Frau. Die Area. Die, roundabout that. Okay. Ist da, wie gesagt, ein bisschen verrückt, ne? Also, ja, da haben wir das der Vollständigkeit halber. Ich würde aber sagen, das hat uns jetzt doch sehr viel Zeit gekostet. Deswegen machen wir schnell einen Sack. Ja, was ist ein bald wichtiges mehr, Thema? Übrigens lustig, du hast Sack gesagt. In Kategorie. Girls für den Schier. So sieht's ich aus. Ich bin immer noch geflasht von dem Enthusiasmus, mit dem ich das Voice-Over eingesprochen habe damals. Ja, das wirst du uns jetzt jedes Mal erzählen. Ich freue mich so. Ja, ja, ja. Hey, das sind Konstanten, die uns die Hörer quasi treu halten. So, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Wir haben nämlich noch ein paar Kleinigkeiten auf der Liste. Wenn wir schon in Köln waren, möchte ich noch eine Sache auf jeden Fall loswerden. Also zwei Sachen. Wir fangen mit etwas ganz Leichtem an. Johannes, in dieser Folge ist der Geburtstag von Disney. Disney wird 100 Jahre alt. Schnelle Frage an dich. Was ist dein Lieblings-Disney-Charakter? Keiner. Keiner? Also Disney, doch. Muss ich was? Ja, wenn dann die Alten, oder? Nee. Für mich ist Disney tatsächlich so was wie McDonald's für Fernsehen. Und ja, klar. Insofern. Aber du bist da auch noch damit auf. Ich will aber jetzt so hochmoralisch. So Mickey Mouse, Goofy, Pluto, Entenhausen. Ja, da war ich nie so richtig scharf drauf. Das war mir immer zu. Peter Pan. War mir zu pointenfrei. Also die lustigen Taschenbücher fand ich nicht lustig. Die waren irgendwie unterhaltsam, die waren aber nicht lustig. Da gab es keine Punchlines drin. Und aber Disney-Figur. Reden wir von so Disney-Figur. Dann würde ich tatsächlich sagen, neben tatsächlich Jack Sparrow, der eine Disney-Figur ja, ist. Ja, auf jeden Fall, klar. Aber wenn wir jetzt mal so in die klassischen gehen, die auch noch von Hand gezeichnet wurden, dann würde ich tatsächlich Goofy. Goofy hat für mich so den höchsten, weil Goofy hat immer wie ein Bayer geschrien, wenn er sich auf die Fresse gelegt hat. Ja. Und Sport, es gab tatsächlich Sport-Goofy, erinnere ich mich dran. Das gab es sowohl als Sticker in Hanuta und Duplo, als auch als Fernsehserie irgendwie. Ja, vor allem, das war noch so in dieser alten Cartoon-Era, also wo man auch noch so, das war so viel Slapstick, viel absurde Komik, wo irgendwas schief geht, der war halt so ein Tollpatsch, also mochte ich auch sehr, sehr gerne. Es gab aber eine Figur, die ich auch noch nennen möchte, und zwar Darkwing Duck. Ja. Das war so ein totaler Versager Superheld, also ja, er selber fand sie super, hat aber nichts auf die Kette bekommen. Ja. Der war auch sehr, sehr gut, und dann ist natürlich die Figur von Onkel Dagobert eigentlich auch eine ziemlich geniale, weil er den Kindern wie kein zweiter Kapitalismus erklärt hat. Das ist interessantes Fun Fact, es gab ja noch einen zweiten Superhelden aus der klassischen Disney-Ära. Und zwar hatte Goofy ja das alter Ego Super Goof. Ja, super. Super ja, Goof gab es noch. Ja. Und lass mich mal überlegen, jetzt wo ich gerade so ein bisschen in das Rabbit Hole am Einsteigen bin, das ist natürlich sehr gefährlich. Onkel Dagobert, ja, dann es gab, nein, pass auf, cool. es gab der Antagonist zu Onkel Dagobert war ja Klaas Clever, war einer von den Bösen, und es gab Gustav Ganz, der hatte immer Glück, der hatte immer mit allem Glück, ne? Ja. Und natürlich, das ist jetzt wieder total amerikanisches Bildungssystem, ist klar, dass der Cousin von der Ente natürlich eine Gans ist. Also, Wahnsinn. Da hat jemand bei der Mendelschen Lehre aufgepasst. So, und genau. Aber es gab auch noch bei Darkwing Duck und auch in anderen Folgen so als Crossover-Figur, ähnlich wie Gustav Ganz, aber wie hieß der? Wie hieß der denn nochmal? Quacks, der Bruchpilot. Genau, Quacks, der war ein Albatross. Natürlich, weil Albatrosse ja in freier Natur auch immer so Bruchlandungen hinlegen. Stimmt, ja, naheliegend. Ich überlege gerade, ob die ganze Nummer mit den komischen
Nagetieren. Hier Chip und Chap und also ich weiß, A-Hörnchen und B-Hörnchen gab es ja schon zu Comic-Zeiten, aber Chip und Chap und so ein Zeug und hier Alvin and the Chipmunks und so ein Zeug, ob da Disney war, ich bin mir nicht sicher. Disney, glaube ich. Aber Alvin and the Chipmunks weiß ich jetzt nicht. Die mit so hochgepitchten Stimmen so Alben auch gemacht haben. Ich muss zugeben, ich hänge im Moment in einem Rabbit Hole. Bei Facebook besteht meine komplette Timeline eigentlich nur noch aus Paramount. Seit Paramount Plus die kompletten Bugs Bunny und Co. Sachen aufgekauft hat, werden mir eigentlich im Sekundentakt nur noch Cartoons in voller Länge angezeigt. Wer ist denn dein Lieblings-Looney Tune-Charakter? Ja, Bugs Bunny ist schon geil, aber ich liebe eigentlich Coyote. Ich kann mir stundenlang angucken, wie Karl Coyote versucht, den scheiß Roadrunner zu fangen. Oder Elmar finde ich super. Elmar ist auch sehr, der Jäger. Sehr geil. Den finde ich aber Elmar. Ich habe es ja als Kind natürlich auf Deutsch gesehen und sehe sie jetzt auf Englisch und teilweise auch auf Spanisch, weil die aus irgendwelchen Ecken auftauchen. Und auf Spanisch sind die extrem lustig, weil die sich überhaupt keine Mühe gegeben haben, die auch nur halbwegs dann sprechen zu lassen, wenn die Figuren auch den Mund aufmachen. Das ist mehr so wie so ein Kommentar. Aber auf Englisch, also auch Daffy Duck ist eine super geile Figur, wie der immer spuckt und lispelt die ganze Zeit. Ja. Und wie oft dem mit der zweiläufigen Flinte ins Gesicht geschossen wird und dabei mit dem Schnabel vom Hinterkopf immer nach vorne dreht. Das ist so geil. Also, es ist auch eigentlich überhaupt nicht wirklich für Kinder. Es ist ja super brutal alles. Die sterben. Ja, gut, aber du musst ja im zeitlichen Kontext war die Erziehung jetzt auch noch mit Backpfeifen. Also so, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mir fällt übrigens noch ein Fun-Fact ein. Walt Disney ist ja bekannt als offen bekennender Antisemit. Absolut. Schon immer gewesen und hat aber gleichzeitig auch einen großen Teil der Anti-Nazi, Anti-Deutschland-Propaganda in den USA mitgetragen. Und es gibt tatsächlich auf YouTube immer noch ganz, ganz geile Cartoons, in denen sich Donald Duck als Nazi gezeigt wird und in denen sich super darüber lustig gemacht wird, wo ich echt viel Spaß habe. Und ich glaube, die Musik ist sogar, und da würde ich jetzt mal kurz, auch wenn das jetzt so ein bisschen off-topic ist, aber das ist so ein bisschen mein Rabbit Hole gewesen vor ein paar Jahren. Spike Jones. Spike Jones ist ein Perkussionist und Orchesterleiter, der hatte eine Big Band und die hat quasi Musik mit Slapstick verbunden. Und du hast bei Spike Jones, der sieht so ein bisschen aus wie Stefan Raab in Schwarz-Weiß und hat immer so einen karierten Anzug an. Und hat, glaube ich, diese berühmte Zweitweltkriegspropaganda-Cartoons. Allen voran, glaube ich, ein Song, der hieß The Führer's Face, also das Gesicht des Führers, hat der geschrieben und auch eingespielt mit seiner Band. Und wer die Chance hat, sich mal Spike Jones anzugucken auf YouTube, tut das. Das sind 20 Minuten voll der. Wir reden da von einem oft in einem Take aufgenommenen Live-Auftritt von so einer Big Band, die aber gleichzeitig so eine. Das ist eine Mischung aus Helge Schneider, James Last und also ist halt und einem nackte Kanone-Film. Du hast halt keine 10 Sekunden, ohne dass im Hintergrund irgendwas kaputt geht. Oder welche Klassiker ist ja natürlich Mehl in der Tuba oder und es ist wirklich sehr lustig. Es ist teilweise ein sehr unschuldiger Humor. Ist natürlich jetzt hier mit den scharfen Punchlines und so, aber Ich hab da sehr drüber gelacht immer. Also Spike Jones ist eine ganz große Empfehlung im Zusammenhang auch mit altem Disney und Cartoon-Zeug und so weiter. Weil der andere große Cartoon-Musikant war ja Scott Bradley, der Tom und Jerry Cartoons vertont hat mit seinem Orchester. Ja. Und die sind ja noch großartiger, weil die haben ja nicht nur diese kranken Songs gemacht, sondern die haben ja die Action im Film quasi live mitgespielt. Und ich weiß jetzt nicht, wer die Looney Tunes gemacht hat, auch Scott Bradley war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Er ist verwäscht halt, weil Paramount hat das gerade alles gekauft. Also Paramount hat jetzt Tom und Jerry und Roadrunner und Bugs Bunny, die sind jetzt alle bei Paramount. Und die waren vorher bei Warner. Nee, wo waren die? Also ein Teil davon ist auf jeden Fall Warner immer gewesen. Sind jetzt aber irgendwie rübergewandert, weil ich wollte nämlich danach schauen, ob Disney die mittlerweile gekauft hat. Und da habe ich da so ein bisschen mit beschäftigt vor 2 Wochen oder so. Okay. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, wie wir von kölschen Geschlechtsteilworten über Antisemitismus auf tolle Musik für Cartoons kommen. Und den Führer. Toll. Einfach toll. Das bekommt ihr nur
bei DiscoFoxx, liebe Leute. Und wir müssen so ein bisschen, also ich will hier gar nicht so durchrushen, aber wir haben auf jeden Fall ein ziemlich volles Programm. Wir müssen noch ganz kurz auf jeden Fall über eine Sache reden. Da habe ich mich auch ein kleines bisschen vorbereitet für heute. Und zwar ist am Freitag auch hier in Europa der, so eine kleine Sensation, der Kinofilm von Taylor Swift Eras Tour angelaufen. Oder Eras heißt er da nur. Also Fehler, Eras. Ja. Okay. Die, Eras im Sinne von, gibt es eine Kultur von Eras. Eras. Ja. Gut, du musst mich jetzt ein bisschen abholen. Ich bin echt kein Swiftie und kein Im Prinzip, simpel gesagt, Taylor Swift ist ja die Frau der Rekorde. Ne? Die hat jetzt, die battelt sich mit Ed Sheeran, der Nummer 2 weltweit ist mit den meisten Streams. Und die beiden haben gerade so ein Battle laufen, wer bei den Arena-Shows die meisten Tage hintereinander die meisten Tickets verkauft, die Dinger am vollsten macht. Sie hat die meisten Arenen gespielt. Sie ist dieses Jahr mehr in Football-Arenen als jeder Top-Football-Spieler. Also sie hat quasi mehr Games auf dem Feld als jeder Footballspieler in der NFL. Und von der Kohle her ist sie natürlich auch ganz weit vorne. Ne? Ich habe hier mal so ein paar Sachen rausgesucht. Sie hat jetzt aber auf jeden Fall mit der Tour schon Rekorde gebrochen. Die Tour ist die erste, die nachdem Elton John jetzt gerade irgendwie, der hat ja jetzt oft bei seiner Abschiedstour alle Ticketverkaufspreise hat er gerissen, die jemals erzielt wurden, die Eintritte, also generell wie viele Menschen die Show oder die ganze Tour sehen und damit auch den Umsatz. Und Taylor Swift hat ihn jetzt direkt wieder entthront. Die macht mit dieser Tour über 1 Milliarde Umsatz. Das hat noch nie jemand geschafft auf diesem Planeten. Und weil das nicht genug ist, hat sie, nachdem sie auch dafür steht, und ich bin so ein kleines bisschen Fan, weil die ist da schon sehr cool, hat auch einiges da gemacht, was jetzt nicht einfach nur Geld verdienen und cool sein ist, sondern sie hat ja vor Jahren diesen Fall, wo eine Plattenfirma, die Rechte an ihren ersten beiden Alben hatte, einfach gesagt haben, wir verkaufen an eine andere Plattenfirma, und sie hatte kein Wörtchen mitzureden, weil die eben die Rechte an den Titeln haben. Und da hat sie aber eine Lücke in der ganzen Problematik gefunden und gesagt, weißt du was, dann nehme ich die Songs einfach alle nochmal neu auf, mache neue Versionen davon, weil die Plattenfirma, die das Recht an diesen Songs hat, hat nicht das Recht an den Songs, an dem Urheber-Ding, sondern die haben nur das Recht an der Aufnahme der Stücke, und ich kann aber neue Versionen machen. Und so sind beide Platten nochmal neu entstanden. Sie hat damit wieder alle Rekorde gebrochen, weil super viele ihrer Fans den Move natürlich total toll fanden. Und schön ist auch, ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Die Songs sind schon ziemlich frech, 1:1, die alte Aufnahme. Es klingt halt ehrlich gesagt nur so wie remastered, aber am Ende des Tages kann man natürlich behaupten, nee, wir sind ins Studio gegangen und haben das 1:1 nachgebaut, und die Nummer heißt halt einfach genauso wie vorher, in Klammern steht nur dahinter Taylor's Version. Und zack, konnte sie das Ganze neu rausbringen, und ihre alte Plattenfirma, beziehungsweise die alte Plattenfirma gekauft hat, haben nichts davon. Sehr interessanter Fall. Und jetzt ist der nächste Marketing-Move, dass sie diese Eras-Tour begleiten ließ. Die Tour läuft noch, also sie ist noch nicht zu Ende, aber die haben jetzt schon genug Material und haben für den 13. Oktober vorangekündigt, dass dieser Film, der über 3 Stunden geht, so eine Doku über die Tour, und die Tour ist schon sehr geil. Ich meine, die Frau ist ja auch schon stolze 33, deswegen geht diese Eras-Tour über alle Alben von Taylor Swift bis zu diesem Datum, und deswegen dauert der Film auch sehr lange. Hat angekündigt, dass das Ding in Nordamerika in die Kinos geht, und wie gesagt, in Europa kam es dann auch letzte Woche zeitgleich raus. Der ein Filmemacher aus dem Horrorgenre hat extra für seinen Nachfolgeteil von Der Exorzist mit dem Namen Bekenntnis seinen Film umverlegt, weil er Schiss hatte, am selben Tag zu releasen wie Taylor Swift. Das ist auch schon ziemlich krass. Sie hat mehr eingespielt am ersten Wochenende als der erste Spider-Man-Film. Ne? Der hatte damals 16,9 Millionen Dollar eingespielt. Nicht der erste, Entschuldigung, sondern 21, der Spider-Man No Way Home. Das ist einer der Nachfolgeteile. Das ist auf jeden Fall einer der Top-Scorer am ersten Wochenende in Nordamerika. Wurde jetzt von ihr wieder geschlagen, und jetzt ist sie ins Kino gegangen mit dem Ding, und was wohl der erste Rekord war, sie hat jetzt am Wochenende 95 bis 97 Millionen Dollar eingespielt, was noch nicht so ganz klar ist, hat keinen Deal mit Hollywood gemacht, sondern direkt mit den Kinoverleihern selber in Nordamerika, auch hier in Europa, also auch ein sehr cleveres Geschäft wieder, und hat vor allen Dingen im Vorverkauf diesen Rekord schon geknackt. Das heißt, sie war der erste Kinofilm,
mit dem höchsten Umsatz, den je jemand gemacht hat im Vorverkauf für einen Film. Von dem gab es also noch keine Kritik, nix. Nee, nix, also die Kids haben einfach, oder die Swifties haben alle einfach eisenhart schon Kinotickets gekauft, und ich habe auch dieses Wochenende jede Menge Videos gesehen, wo in den Kinosälen vorne der Bereich vor der Leinwand zur Konzertmeile wurde, weil alle ihre Kinosessel verlassen haben und haben bei den bei den Konzertparts haben die vorne einfach gedanced im Kino. Also irgendwie auch ziemlich, ziemlich süß alles und irgendwie cool. Und ja, müssen wir hier natürlich erwähnen an der Stelle. Glückwunsch, Frau Swift, finde ich wieder ziemlich lustig, dass sie es irgendwie geschafft haben, dass alle ins Kino rennen und sich das Ding angucken. Ich werde es mir auch angucken, aber erst, wenn das Ding auf Netflix draußen ist oder so. Ja, auf Netflix ist ja auch eine Doku, wie heißt sie nochmal? Nein, die habe ich mir mal angeguckt, die war recht gut, ja. Mhm. Ich muss jetzt auch sagen, ich finde sie halt ultra sympathisch. Super mit cool. Der Mucke kann ich ja stellenweise was anfangen, stellenweise nicht. Also es ist natürlich wie bei jedem Star, man merkt halt, wo die, ich sage jetzt mal boshaft, wo so die Kommerzkelle halt anfängt reinzuhauen. Ja, klar. Und ich meine, das ist jetzt vollkommen, und wenn du dann Stars hast, die halt trotzdem versuchen, sich auch als Personen zu profilieren, die halt nicht nur Geld verdienen wollen und so weiter, dann hast du immer diesen Konflikt. Das ist so das alte U2-Syndrom im Prinzip, dass du so das Gefühl hast, okay, irgendwann glaubt man halt auch, je nachdem, was es ist. Und U2 haben, glaube ich, einfach den Fehler gemacht und haben da zu global und zu groß angelegt. Ich glaube, das hat einen anderen Grund. Ich glaube, es liegt daran, dass U2 an einem zu späten Zeitpunkt der Karriere so kommerziell wurden, dass man das denen halt so von ihrer, weißt du, die hatten früher so einen Coolness-Faktor. Dass man gesagt hat, die sind ja schon reich. Nee, ich glaube auch von der Coolness her. Also ich glaube, die hatten schon viele Fans, die halt cool fanden, als sie nicht so anbietend waren. Und Taylor Swift, weil die ist ja selber noch super jung, hat ja im Prinzip relativ früh angefangen, oder ist ja von auch einer ihrer ersten frühen Veröffentlichungen, ist ja auch direkt jemand, die sowieso sehr kommerziell sein darf, weil man das so von ihr kennt. Also sie hat ja nie angefangen, Underground zu sein oder irgendwie so ein Geheimtipp. Die ist ja irgendwie da gewesen und wächst seitdem. Ne? Also ich habe hier nochmal gerade ein paar Zahlen. Die hat unfassbare 274 Millionen Instagram-FollowerInnen. Das ist natürlich Wahnsinn. Da brauchst du auch kein Marketing mehr und bist natürlich auch, was ich wieder ganz cool finde, im Marketing völlig unabhängig von irgendwelchen Firmen. Also die muss natürlich mit niemandem mehr sinnbildlich ins Bett gehen, um jetzt ihren Scheiß zu vermarkten. Die haut den Kram einfach bei ihren Followern raus und es werden ja immer noch täglich mehr. Und der Film lief jetzt wirklich, also wir reden über einen Dokumentarfilm. Wo der sie lief also am 13. an, ne? Du hast der eben gesagt, der war Freitag an in über 90 Ländern. Das ist natürlich auch unfassbar, ne? Dass die in 90 Ländern diesen Film im Kino zeigen und dass da wirklich Leute hingehen und das Ding verkaufen. Das ist schon Wahnsinn. Also definitiv sehr, sehr cool. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr ja mal gerne uns Nachrichten schicken, wie es euch gefallen hat, ob es sich oder, lohnt. Oder weil wir wollen ja jetzt keine Gelder ausgeben, um da ins Kino zu gehen. Vielleicht filmt ihr das Ding einfach mal im Kino ab und ja, dann schickt ihr uns die Videos rüber. Übrigens, wo wir gerade beim Thema Tickets schnorren sind, ich habe dich heute dabei erwischt, wie du versucht hast, über ein Gewinnspiel vom Music Store Köln für uns zwei Tickets für das Pur Musical Abenteuerland abzugreifen. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir gewinnen. Nachdem wir, also vielleicht mal kurzer Exkurs dahin. Die Presseakkreditierung haben wir nicht bekommen. Verdammt. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es lag aber tatsächlich auch an terminlichen Sachen. Und ja, jetzt kommen wir da nicht so rein. Und ich weigere mich ja latent. Ich weigere mich offiziell da mein eigenes Geld für auszugeben. Wir haben noch drei Eisen im Feuer. Entweder der Music Store wählt uns aus und wir kriegen zwei Tickets. Wonach wird denn da? Keine Ahnung. Du musst es nur kommentieren und verlinken, mit wem du gehen würdest, wenn du die Tickets gewinnst. Und unter dem Thread, um die Werbung zu verdoppeln, auslosen. Halt. Genau. Reichweite zu generieren. Das haben wir gemacht. Also da sind wir im Lostopf. Ansonsten kenne ich den Bassisten der Pur Band des Musicals. Den könnte ich mal anschreiben, ob der ein Kontingent von Freikarten oder vergünstigten Karten hat. Dann müssten wir immer noch überlegen, ob wir was bezahlen. Ansonsten gibt es ja irgendwie so Hater-Tickets. Nee, die gibt es, glaube ich, nicht, auch aus guten Gründen. Option Nummer 3 wäre natürlich auch noch eine, nämlich wir könnten uns natürlich das ganze Material draufschaffen und ich sage meinem Bekannten Bescheid, dass wir als Subs zur Verfügung stehen. Wenn mal einer krank wird, dann gucken wir uns das aus dem Orchestergraben an und kriegen noch eine kleine Gage dafür.
Ich hab mir schon überlegt, ob wir nicht hingehen sollen und sollen quasi ein Bootleg von der Tonspur machen, beziehungsweise, also wir nehmen ein Bootleg von der Tonspur auf, dann werden wir dieses Bootleg natürlich nicht veröffentlichen, nein, sondern wir spielen die Songs einfach mit zwei Akustikgitarren nach und du meinst das Bootleg von der Tonspur heißt für dich, wenn wir da sind? Ja, klar. Ja, gut, wir sprechen darüber, ob wir überhaupt da hinkommen. Oder wir schmuggeln da irgendwie ein Mikrofon rein, dann nehmen wir uns die Tonspuren, dann spielen wir das komplette Abenteuerland-Musical auf YouTube live als Kasper-Theater nach. Wir können aber auch noch anbieten, wenn wir keine Akkreditierung ist dadurch, wenn wir keine Tickets kriegen, sondern gezwungen wären, das ganze Musical nur erleben zu dürfen, indem wir teuren Eintritt dafür bezahlen, könnten wir natürlich auch noch überlegen, ob wir einfach für vielleicht unsere 100. Folge ein eigenes Pur-Musical gestalten und live hier spielen als Hörspiel. Mit den Songs von Pur und den Scorpions. Also so angedeutet. Ne? Wir können jetzt natürlich keine 2,5-stündige Show daraus machen, aber so eine gute 1,5 Stunden machen wir ein eigenes Pur-Musical. Oder wir machen ein Trash-Musical mit den schlimmsten Songs. Müssen wir uns halt nur eine Story überlegen, wie wir das Ganze... Wir überlegen mal. Ne? Wir machen das jetzt nicht wieder im On. Das ist ja auch für euch Zeitverschwendung, wenn wir hier über irgendwelche Luftschlösser diskutieren. Wir werden nach der Folge mal da ein bisschen in medias res gehen und überlegen, ob wir da was machen können. Johannes, ich würde sagen, eine Sache auf unserer Liste sollten wir auf jeden Fall noch besprechen. Ich habe hier noch jede Menge Zeug stehen. Das schaffen wir alles gar nicht. Außerdem haben wir für heute noch ein Fünfer-Ranking vorbereitet. Eine Sache, über die wir auf jeden Fall vielleicht noch in der Kürze der Zeit sprechen könnten, ich glaube, das haut heute auf jeden Fall noch hin. Wir haben es endlich geschafft, nachdem der Film auch im Kino gelaufen ist, natürlich in ganz anderen Dimensionen als Taylor Swifts Tour-Dokumentation. Es gibt einen super Film von unserer beider mitunter Lieblingsband Scooter, die jetzt endlich, wenn ihr Netflix-AbonnentInnen seid, schaut mal unbedingt rein. Das Ding heißt Fuck 2020, Spoiler. Wenn ihr Fuck eingebt oder über die Audiosuche bei Netflix sucht, der findet das nicht unter Fuck 2020, dann sagt bitte nur Scooter, so habe ich es danach gemacht, weil der Film ist abgekürzt FCK 2020. Du hast total falsch verstanden. H.P. Baxter ist einfach ein Riesenfan vom ersten FC Kaiserslautern. Das kam in der Doku auch richtig raus, ne? Ja, er auch als Nordlicht. Der hat ja immer, so ein Trikot angehabt, immer, oh nee! Nee, also ernsthaft, guckt euch den Film gerne an. Ich bin nur einmal kurz eingeschlafen, er ist relativ kurzweilig. Ansonsten, Alter, was war das denn? Also, ich unterdrücke jetzt mal das innere Lästermaul so ein bisschen und sag einfach mal, es gab schöne Momente in dem Film, wo ich gedacht habe, ach ja, okay. Der Typ hat ja doch richtig mit Musik zu tun gehabt schon vorher. Selbst das ist nicht wahr. Nee. Moment. Mein Gedanke von Scooter war, dass irgendwann 92 drei Typen ein Produktionsmeeting hatten und haben gesagt, so, wie verdienen wir jetzt Geld? Was ja nicht der Fall ist, sondern das wird ja schon klar gezeigt, wie H.P. Baxter durch seine New Romantic 80er-Phase ging und dass er tatsächlich immer schon so ein bisschen Paradiesvogel war und so ein bisschen Boy George-mäßig daherkam. Und so. Das fand ich eigentlich recht. Das fiel ja wirklich das Wort The Cure. Das ist richtig schlimm gewesen. Nee, und er sagt ja auch, er kam zum Musik machen und das ist lustig, weil das mich mit H.P. Baxter ganz intensiv verbindet. Wir sind dadurch quasi so. Siehst mal, was aus dir noch hätte werden können. Er kam zum Musik machen durch Ritchie Blackmore, weil er tatsächlich Deep Purple an der Gitarre gehört hat. Und dann ging mir ja auch so. So, und du siehst auch in einer Sequenz, siehst du halt, wie er irgendwie ein bisschen versucht, mit einer Strat und einem Marshall-Turm so ein bisschen Musik zu machen. Er ist ein bisschen aus der Übung. aber mein Gott. Untertreibung des Jahrtausends. Was ihn ausmacht, in der Tat, und das ist aber, glaube ich, was dafür kann er. Dafür kann er nur bedingt, aber er hat halt einfach diese unique Stimme. Um jetzt mal die positiven Sachen zu sammeln. Also er hat halt diese Stimme, mit dieser Stimme ist gut arbeiten. Er nutzt sie leider nicht, um damit besonders viel Message zu transportieren. Es wird auch sehr transparent gezeigt, wie Scooter Texte schreibt. Und er steht auch ganz klar dazu, dass das alles kompletter Dadaismus ist.
Wahrscheinlich hat ihm aber irgendein Musikkritiker das Wort Dadaismus mal. Hyper wird auch sehr eindringlich im Beginn erzählt. Das war ja so der Durchbruch quasi der Band. Und da wird auch nochmal sehr, sehr schön klar, wie das alles auch durch Zufall entstanden ist. Ja. Aber das hört man dem Song ja auch an. Ja, aber weißt du, Hyper ist halt Life is Life der 90er. Also ich mache mir da keine Sorgen. Life ist da nicht wesentlich gehaltvoller. Sogar geht mir Life is Life schlimmer auf den Sack als Hyper. Ja, muss aber ich nur, weil du es wahrscheinlich öfter gehört hast als Hyper. Nee, ich finde es auch penetranter, muss ich sagen. Ja, wobei, wenn du das auf voller Lautstärke... Pass auf, jetzt ohne Witz, ich kann mir schon vorstellen, also es gab Momente, wo diese Scooter-Shows natürlich dann auch gezeigt wurden, wo ich mir gedacht habe, Scheiße, die machen jetzt schon ganz schön das Fass auf da in der Halle. Und ich glaube, in der richtigen Crowd, vielleicht auch mit dem richtigen Kraut, geht die Nummer total nach vorne. Und ich glaube, dass wenn man wirklich dahin geht, um Spaß zu haben, mit so einem leichten Augenzwinkern und so ein bisschen Halbironie, dass man da auch echt einen geilen Abend haben kann. Oder man springt sich halt einfach müde, was halt auch irgendwie jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Aber das ist auf einer Hüpfburg. Ja, aber ich finde schon Scooter nur lauter. Was man Scooter positiv zuschreiben muss, ist, sie haben tatsächlich ihren eigenen Sound. Genau wie AC/DC ihren eigenen Sound haben. Und natürlich, je nachdem, aus welcher Ecke man das betrachtet, immer wieder gesagt wird, ja, die entwickeln sich ja nicht. Oder, ja, die sind sich ja treu geblieben. Kannst du jetzt sehen, wie du willst. Ich finde schon, vor allem nach der Doku, und das heißt nicht, dass ich da nie den Kopf geschüttelt habe, da komme ich gleich zu, dass das schon ein Stück weit auch ernstzunehmendes Zeug ist, was die da machen. Ja, zwangsläufig auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages ist es halt ja auch interessant zu sehen. Das wird so ein bisschen, also wir wollen jetzt natürlich auch nicht zu viel spoilern. Schaut euch auf jeden Fall die Doku an. Aber es gab halt große Umbesetzungen, so wie eigentlich in jeder Band-Doku, wo halt über so eine lange Karriere erzählt wird. Ja, und dann gab es Probleme mit zwischenmenschlicher Natur und dann mussten wir uns von dem und dem trennen. Und da war halt die große Frage, wer soll ihn mit seinen unfassbar uniken Fähigkeiten ersetzen? Und dann haben wir dann den und den gefunden. Und spätestens da bekommt das Ganze halt dann über den Verlauf des Films so ein Geschmäckle. Weil, also das kennen wir alle von anderen Bands, wo halt dann der Ursprungsdrummer ersetzt werden musste oder der Bassist dann irgendwann ging. Oder auch traurigere Geschichten wie bei den Rolling Stones, dass der Schlagzeuger verstorben ist und da jemand neu gefunden werden muss und so. Also das gibt's natürlich in allen Bands. Foo Fighters. Ja, ne, aber man bekommt halt hier schon so ein bisschen das Gefühl, und so ist die Doku halt auch freiwillig oder unfreiwillig angelegt, aber man merkt halt schon, dass H.P. Baxter zwar, was ich auch nicht gedacht hätte, und das hast du ja eben auch schon so ausgeführt, man hat halt das Gefühl, der ist bestimmt eher irgendwie gecastet worden und das Ding ist zusammengestellt worden, aber es ist ja eigentlich eine Bandkarriere, die wirklich so als Team angefangen haben, sich zu finden, auszuprobieren, Karriere gemeinsam gemacht haben, aber ab dem Moment, wo die beiden Neuen in die Band kommen, der eine etwas früher, der andere dann ein gutes Stück später. Es gibt aber mehrere Stellen in der Doku, wo man halt merkt, dass das schon ziemliches, also sagen wir mal, dass HP ein sehr großes Ego auf jeden Fall hat und auch sehr stark seinen Raum innerhalb des Projektes Scooter einnimmt. So wird ja auch gesagt, dass er in den 90ern quasi, also Scooter der Name für ihn war. Also das Volk sozusagen geglaubt hat, er heißt Scooter und nicht H.P. Baxter. Und es gibt ja noch einen sehr berühmten Künstler, bei dem das auch der Fall war und der sich dann damit arrangiert und das übernommen hat, nämlich Alice Cooper. Denn Alice Cooper war früher nur der Sänger der Band Alice Cooper. Mhm. Und mittlerweile ist er halt selbst. Insofern, schon. Scooter ist auch eine Ein-Mann-Show und H.P. Baxter ist auch der Einzige, ohne den das nicht funktioniert, weil jeder irgendwie Producer-Gene in sich habende Elektro-Sounds-Mensch kann bei Scooter irgendwie einen Job machen. Also glaube ich schon. Interessant der Sound sind die hat Kriterien. Sich auch nicht groß entwickelt. Also der Scooter-Sound ist wirklich dann eher den kannst die du dann Performance auch reproduzieren. Von H.P. Baxter und die Stimme von H.P. Baxter. Interessant ist ja, wie die alten Mitglieder den Handover gestalten zu den neuen und dann genau erklären, welche Sounds und welche Delays und welche Kompressoren da benutzt werden, damit der Sound wieder so ist wie vorher, alles wie früher. Ne? Das heißt, da ist auch nicht viel Freiheit drin. Die Band versteht sich auch menschlich nicht besonders gut. Da gibt es ja diverse sehr
hierarchische Strukturen, die der Baxter da einführt, so von wegen Barzwang und wenn du nicht mit ihm saufen gehst, ist halt unerlaubtes Fernbleiben der Truppe. Barzwang. Und ich zitiere hier, was sehr interessant ist, es gibt auch eine ganz tolle Szene, wie er sich offensichtlich richtig wohl dabei fühlt, wie er Mutterseelen allein rauchend in einem Backstage-Garderöbchen sitzt, beschallt von einer viel zu großen PA mit so Sounds. Nee. Und ja, so das geht schon richtig 160, 180 ja. BPM. Und wie er dann vor da der sitzt, Show wohlgemerkt. Vor der Show, um sich halt hochzupumpen, wie er allein da sitzt, raucht und und trinkt, glaube ich, Wodka Red Bull. Hört die Mucke und guckt die ganze Zeit dabei auf so einen kleinen mitgebrachten Lichteffekt, der dann in dem Ding so ein bisschen Stimmung machen soll. Und da denke ich mir dann auch so. Und was aber ganz interessant ist an diesem Typen, dieser Typ hat, glaube ich, ich weiß es nicht, der wirkt auf mich manchmal sehr autistisch. Also ja, du hast tatsächlich auch, du erlebst auch Gefühlsausbrüche von ihm in alle Richtungen. Also Starallüren würde man er auch hat, sagen. Nee, auch richtig, wo er schon mal ein bisschen unangenehmer wird. Also nicht, ja, aber manchmal mit Starallüren, also wo man normalerweise sagen würde, es gibt eine Szene, da kommen sie in so ein Hotelzimmer, die Fahrt war schon scheiße, es regnet, der Fahrer hat sich seiner Meinung nach verfahren, kommt er an, drückt irgendjemandem seine Tasche in die Hand, weil die trägt er nicht selber, dann kommen die in das Zimmer, da war die Klimaanlage an, dann geht er in jeden Raum und kackt seine Assistenten da zusammen, dass halt viel zu kalt ist und dann müssen die echt irgendwie so Heizlüfter besorgen, um gegen die Klimaanlage jetzt das Ding war. Also ist schon krass oder eine andere Szene. Nee, aber da meine ich gar nicht. Worauf ich raus will, ist, dass er, selbst wenn er richtig sauer ist, er hat immer das gleiche wachsfigurenmäßige Grinsen drauf. Das stimmt. Da gibt es auch Szenen, wo sich die Band halt richtig offen anbrüllt. Wo er halt in einem Streit mit einem Bandmitglied im Studio ist und er hat immer das gleiche Grinsen drauf. Und wenn du das ohne Ton guckst, denkst du, der ist sanft wie ein Lamm. Wenn du das ohne Bild guckst, denkst du, der hat gerade daumendick geschwollene Halsschlagadern und ist Nase an Nase mit dem anderen Typ irgendwie am Brüllen. Ich finde das total paradox. Ja, ist es auch, definitiv. Aber das meine ich ja. Also, das sind noch diese Star-Allüren, finde ich halt auch krass, weil die Frage, die ich mir immer so gestellt habe, ist: Muss man so sein, um so groß zu werden? Oder kommt das dann einfach mit der Größe? Es gibt noch so eine andere Szene, da haben sie. Es gibt zwei Szenen, die mir noch so hängen geblieben sind. Einmal haben sie so einen jungen Kerl in der Doku so ein bisschen mit nach vorne gepusht, der nämlich scheinbar neu als Assistent da ist. Und dann wird halt in so einem ersten Kennenlern-Meeting in irgendeinem Hotel. Wird er halt so ein bisschen eingenordet im Team und das ist halt so unangenehm, weil der sitzt da und HP Baxter redet über ihn mit den anderen Leuten von der Plattenfirma. Der ist so ein Typ, so ein Manager-Typ, der die ganze Zeit mitfährt von der Plattenfirma oder von der Produktionsfirma, der wohl auch ein sehr enges Verhältnis dazu hat und auch schon seit mindestens 25 Jahren halt das Ganze begleitet und stellt dann halt echt so super unangenehm so Fragen wie, kann er denn auch das und das? Kann er auch das und das? Und so. Also super unangenehm. Und an der anderen Stelle ist so ein junges Mädel und das war fast noch ein bisschen ekliger in so einem Backstage und er hat halt scheinbar, wie sich das für richtige Stars gehört hat, im Rider so ein Billo-Lichteffekt, eine Anlage, da muss ein Mischpult stehen, damit sie dann da diese Mucke pumpen können vor der Show. Da muss natürlich Rauchen erlaubt sein. Und er hat immer ein spezielles Wasserglas, das auch eine bestimmte Form und Größe haben muss. Es muss auf jeden Fall 0,3 fassen. Dann muss halt Wodka und Red Bull da sein. Und dann muss und halt jeder Tee. Die Mische lernen und auch wie viel Eiswürfel in welchem. Ich meine, come on, es ist ein fucking Wodka Red Bull. Das ist jetzt wirklich, es ist halt kein komplizierter Drink, weißt du? Viel härter finde ich halt, krass, wie er dann auch wirklich losrantet, als wohl die Standard-Tänzerin nicht dabei sein können und er dann wirklich so Worte wie Hupfdohlen vom Gau und so was benutzt. Ne? Und, Die kennen die Show nicht, genau. zum Glück die Leute auch nicht, dann ist er nicht so wild. Und dann, aber interessant ist natürlich, das Ganze ist auch unter dem Gesichtspunkt Corona-Zeit natürlich gedreht. Ja. Dadurch auch dieser Titel, ne? Also war halt offensichtlich nicht das beste Jahr der Band. Und es geht natürlich ganz viel um gecancelte Touren und geht viel um Diskussionen wie ich spiele nicht in Autokinos und so weiter, was sie dann trotzdem irgendwann tun. Also unabhängig vom Stil natürlich ein weiteres Dokument darüber, wie Künstler versuchen oder versuchten, mit der Pandemie umzugehen. Und also ich finde den Film lohnenswert zu schauen. Absolut. Ich fand ihn auch entertainend. Ich muss sagen, er hat mein Bild von Scooter eher verbessert als verschlechtert. Das auf jeden Fall, ja. Dass H.P. Baxter ein Freak ist,
Das steht außer Frage, standet vorher auch. Da finde ich Figuren wie, eben schon kurz am Rande erwähnt, Hartmut Engler, wesentlich schwieriger, die ein Öffentlichkeitsbild von Umgänglichkeit und Freundlichkeit und so weiter zelebrieren. Ja. Und dann halt eben im Verborgenen so kleine Arschloch sind. Weil ich vielleicht, um das kurz abzuschließen, wo ich mich schwer mit tat, war, gerade eben, als du auch über den Film geredet hast, dieser Zusammenhang zwischen Fame und Verrücktheit. Also die Frage, wirst du durch den Fame so oder musst du so sein, um den Fame zu kriegen? Mhm. Und ich glaube einfach, das ist ein verrückter Typ. Der wäre auch verrückt und skurril, wenn der kleine Typ auf dem Land geblieben wäre. Er wäre vielleicht nur daran kaputt gegangen. Aber der Typ ist verrückt und hat zufällig Fame. Ich weiß nicht, ob das sich wirklich miteinander so verbindet. Ich glaube manchmal schon, dass es zumindest einen Vorteil hat, wenn man dann so. Ja, denn du kannst halt Größenwahn, du kannst halt Größenwahn leben. Du kannst halt, also, ne, wenn dir natürlich jeder nach dem Maul redet. Ich krieg das ja auch anderweitig mit, auch hier in Köln, dass es halt schon manchmal Dinge, glaube ich, befruchtet, wenn du dich schon so ein bisschen mehr als Star aufführst, ohne jemand zu sein. Und dass du dann natürlich auch, wenn du so mit Leuten umgehst und diese Selbstüberzeugung hast, und die hat er extrem, dass du dann natürlich auch das Ganze schon ein bisschen positiv beeinflusst, da karrieretechnisch weiterzukommen. Ne? Also ich fand es interessant, um das für mich abschließend zu sagen zu dem Thema. Ich finde, H.P. Baxter hat durch die Doku bei mir an Sympathie definitiv verloren. Da habe ich ihn vorher, wenn er da mal bei Joko und Klaas aufgetaucht ist oder so, kam er deutlich sympathischer rüber, weil ich mich halt einfach mit dem Werk nicht beschäftigt habe. Allein der Umstand, dass er da war, ja schon für eine gewisse Selbstironie steht. Ja, total. Also ich habe ihn auch viel Selbstironie. Wie Achim Menzel bei Kalkofe. Ja. Also ich hätte jetzt auch schwören können, dass er das Ganze, auch in dem Film, dass er das Projekt gar nicht so ernst nimmt. Und diese Ernsthaftigkeit, mit der er spricht von Beginn an, wie ernst er sich auch im internationalen Kontext sieht und auch teilweise gibt auch so zwei, drei Szenen, wo er sich dann auch gegenüber anderen Künstlern einordnet und da auch super arrogant ist und so. Also an Sympathie hat er definitiv verloren, aber interessanterweise gewinnt das Werk der Band oder der Status der Band dadurch, ne? Weil irgendwie siehst du halt, das sind irgendwie doch hardworking people, die da nicht einfach nur, ich habe mal hier die Drum Machine angeworfen und dann brüllt einer Hyper Hyper, sondern da steckt halt richtig Arbeit, Konzept und halt wie bei einer normalen Band, Streit über Textzeilen, über Übergänge, über Tempo, über alles. Tonarten, muss man überlegen, es wird ja nie gesungen. Es wird ja nie gesungen. Das heißt, es brüllt sich halt anders in Fizz. Nein, aber es wird sich halt schon so schön. Wir haben übrigens gerade unseren Folgentitel. Ja, bitte, es brüllt sich anders in Fizz. Moment. Ja, bin ich gerade selber ein bisschen stolz. Es brüllt sich halt anders. Ich muss halt aufschreiben, sonst habe ich es vergessen. So wird wahrscheinlich seine Biografie heißen. So, wieder am Mikro. Es brüllt sich halt anders in Fizz. Nein, aber auch, dass der wirklich hingeht und sagt, okay, ohne jetzt, ich sag mal, musiktheoretische große Kenntnisse, höre ich mir das Ding einfach verschiedene Tonarten an und versuche aus dem Bauch raus zu fühlen, wie klingelt für mich am besten. Und ist auch richtig, das macht man ja auch wirklich. Gute Herangehensweise. Ja, das macht man ja auch. Ich habe das ja auch, wenn ich schreibe manchmal, dass man auch jetzt nicht nur, weil der Sänger es sonst nicht hinkriegt, sondern dass man einfach sagt, ey, weißt du was, das klingt vielleicht echt besser, wenn wir es einen Ton höher oder tiefer oder was machen. Also es ist durchaus, ja, es ist halt doch eine normale Band, halt nur mit einem komischen Sound. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Wollen wir den Song von denen auf die Liste packen, Johannes? Lass mich kurz überlegen. Ich so ein bisschen überlegt. Lass uns, was wäre denn mein Lieblingssong von Scooter? Ich würde sagen, Nessaya, die Peter Maffay-Cover von Tabaluga. Ich wollte nie in Erwachsenen. Das ist richtig schrecklich, das nehmen wir. Ja, ja. Warte, muss ich mir hier nur aufschreiben. Weil ich habe noch Musik für auf die Liste. Dann nehmen wir doch gerne Nessaya schon mal mit rein. Moment, wo ist meine Liste hin? Hilfe. Na gut, wir haben ja im Fünfer-Ranking schon so viel Musik, die eigentlich auf die Liste müsste. Aber ich will jetzt spoilern. Dann halte ich mich zurück. Dann mach du mal, was noch auf die Liste muss. Warte, ich schreibe jetzt erstmal auf. Also Nessaya auf jeden Fall kommt in eurer Erinnerung, damit ihr unbedingt hingeht und euch die Scooter-Doku auf Netflix FCK, ne, also erste FC Kaiserslautern 2020 anguckt. Das ist eine absolute Empfehlung von uns. Ich packe noch zwei Songs auf die Liste, bevor wir zu unserem Fünfer-Ranking und damit zur letzten Rubrik der heutigen Folge kommen, die schon wieder wahrscheinlich viel zu lang wird. Entschuldigung. Ja, Stunde 15 müssen wir den Sack bald zumachen. Ja, deswegen. Also ich packe noch drauf, will ich schon seit Wochen,
Daddy Freyr hat ein neues Album gemacht. Das ist der absolute Shit. Das ist dieser isländische Künstler, der beim ESC mitgemacht hat, der super ironisch rüberkommt, aber einfach nur ein unfassbar krasser Musiker ist. Mega geile Popmusik. Der letzte Track seines neuen Albums, das komplett hörenswert ist, lief bei mir tagelang rauf und runter, weil es einfach unfassbar gut gemacht ist. Der letzte Song heißt Bitte und ist in Berlin mit einem ganz schlechten Handyvideo gedreht worden, ist komplett auf Deutsch. Es ist super unterhaltsam, wie ein Isländer Deutsch singt und der Text macht auch noch für so eine Dance-Nummer halbwegs Sinn. Unbedingt rein und Daddy Freyr, Bitte. Und mein neuestes Lieblingsalbum kommt von Antje Schomaker. Hätte ich nicht gedacht, bin ich auch kein großer Fan von. Das neue Album Snacks ist aber sehr hörenswert, wenn man etwas intelligentere Deutschtexte mit aber eingängiger normaler Popmusik sich zumindest mal zu Gemüte führen will. Und das Album beginnt mit meinem Favorite-Track der Platte. Das Ding nennt sich Lost Indie Boy. Total guter Song, richtig gut. Ja, Band-Sound macht Spaß, erinnert ein bisschen an die frühen Wir sind Helden, nur sie singt halt moderner und mit Worten, die irgendwie mehr nach 2023 passen. Bei der Gelegenheit würde ich nochmal ganz kurz Werbung machen. Letzte Woche ist mein Album rausgekommen. Johannes hat einen Song released, also da unbedingt mal reinhören. Auf unser beider Kanäle findet ihr natürlich die Musik und alles, was dazugehört. Meine Platte heißt Me Level im Loop. 14 Tracks ist überall verfügbar und läuft richtig gut, aber es kommt schon wieder Musik von mir. Und zwar heute, während ihr das hier hört, ist schon meine nächste Single am Start. What? Wie viel Musik haut der raus? Der muss ja wahnsinnig sein. Ja, wir haben jetzt im Prinzip alle 2 Wochen Musik released. Heute kommt meine Sessionsnummer. Das ist hier gerade in Köln das Game. Heute kommt die Compilation Kölsch für alle Runde 2 raus. Da bin ich in bester Gesellschaft mit Brings, mit den Domstürmern, mit Torben Klein, mit den Funky Marys, mit Fiasco und. Jede Menge liebe, nette Kollegen. 20 Tracks sind insgesamt drauf und meine aktuelle Nummer A Level Lang Jung in Klammern Peter Pan ist da auch zu finden. Bleibt auch am Laufenden. Das Ding gibt es natürlich auch neben der Kölsch für alle auf meinen Plattformen, bei meiner Plattenfirma released, also digital überall. Und am 3.11. kommt das Musikvideo dazu. Da sind wir noch gerade am Arbeiten. Also jede Menge Zeug. Johannes, deine Nummer kam am 15.09. habe ich im Hinterkopf. Stimmt meine, das? Ja, meine Nummer kam am 15.09. 15.10. genau. Meine Nummern kommen zumindest noch 2023 jeden Monat zum 15. raus. Ist vielleicht und auch mal ganz 2024 jede Woche. Nee, 2024 bin ich noch im Überlegen. Wird irgendwas anderes passieren als Jahresprojekt, aber nicht mehr einmal im Monat eine Single. Und vielleicht eine Stuhlprobe einmal im Monat. Einmal im Monat eine Stuhlprobe wäre super. Oder auch ich habe überlegt, ich schreibe einmal im Monat eine Oper. Eine komische Oper. Geil. Eine Opera Buffa. Ja, wir fangen ja mit dem Pur-Musical vielleicht an. Mal gucken. Um Gottes Willen. Da werde ich noch mit dir in Medias Res gehen. Ja, aber sag nochmal, wie hieß der Track? Wo kann der man den Track finden? Heißt Walkout in the Air, ist auf meinem Spotify und sonstigen Streaming-Diensten zu hören. Genau wie alle anderen Singles von mir. Die findet ihr ja dann einfach, wenn ihr mich als Künstler sucht, Johannes Schier. Und lasst, wie sagt man so schön, Like, Subscribe, Comment. Glocke aktivieren, nicht Glocke vergessen. Aktivieren und so weiter. Also was die jungen Leute so machen, macht ja auch alles bei mir. Das klingt doch super. Genau. Also ich, vielleicht kurzer Zwischenstand. Ich bin jetzt mit meinen Streaming-Einnahmen bei 3,27 Euro. Krass. Und ich warte immer noch, dass ich, bei 3,27 Dollar. Ich warte immer noch, dass ich 5 Dollar zusammen habe, um mir ein Schlumpfeis kaufen zu können. Wahnsinn. Also stream fleißig, damit Johannes vielleicht bis zum Sommer, das wäre ja passend, an sein Schlumpfeis kommen. Wäre ja doof, aber auch nicht verwerflich, wenn er Silvester schon Schlumpfeis lutschen könnte. Ne? Also Leute, streamt, was das Zeug hält. Ansonsten streamt auch gerne, wenn ihr Spiel Kölsch nicht mit so mit Scheiß. Meinen Hoffnungen. Ey, das liegt einzig und allein an den Disco-Föxianer-Innen da draußen. Ich finde das so Disco-Föx-Army. Disco-Föxianer-Innen finde ich schöner. Das ist egal, überhaupt nicht sperrig. Die so, Zeit ranken. Ist schon wieder weg. Werbung haben wir gemacht. Ihr wisst, wer unser Sponsor ist. Das sagen wir jetzt nicht nochmal an der Stelle. Grüße an 54.de. Jetzt kommen wir zu unserer heißgeliebten Lieblingsrubrik von vielen von euch da draußen zum Ende unserer Folge, nämlich dem sagenumwobenen Johannes, was wird denn heute in unserem Fünfer-Ranking bekaut?
Ja, transparent wie wir sind und wir machen heute den kompletten Seelenstriptease, denn wir haben beschlossen, unsere 5 Guilty Pleasure Songs rauszuhauen. Also Songs, für die wir uns eigentlich schämen, dass wir drauf stehen, aber Songs, die wir halt mögen. So. Genau, also quasi unsere 5 Songs, die man vielleicht lauter im Auto hört, wenn man alleine fährt, als wenn man Leute neben sich hat. Ah ja, ich bin hier noch ein bisschen, ich habe jetzt eben wieder mein Ranking angeguckt und bin schon wieder unzufrieden. Kennst du das? Ja. Manchmal so, du machst so Pause zwischendurch, hast dein Ranking schon stehen und siehst dann, denkst du, vielleicht sollte ich das doch nochmal umstellen im Kopf. Ne, weiß ja noch keiner, das hat ja noch keiner gehört. Deswegen war ich jetzt kurz wieder so ein bisschen schweigsam. Problem ist natürlich auch die Ewigkeit, für die die Podcast-Folgen dann halt erhalten bleiben werden. Aber wir können ja gerne irgendwie in einem Jahr, 2 nochmal ein Update machen. Vielleicht ist ja bis dahin auch was passiert im Ranking. Also würde ich mich jetzt, soll ich mal einfach mit meinem Platz 5 anfangen? Vielleicht schnappe ich dir ja auch Songs weg und dann. Das glaube ich kaum. Das glaube ich wirklich diesmal. Kann ich mir kaum vorstellen. Fang du gerne mal mit deinem Platz 5 an. Okay, Platz 5 ist von mir vollkommen stinkfaul ausgewählt, nämlich schon in der letzten Folge erwähnt, als gemeinsam mit Guilty Pleasure. Mein Platz 5 ist Monsoon von Tokyo Hotel. Ja. Hast du bestimmt auch irgendwo drin, ne? Nee, finde ich, ist für mich noch nicht mal Guilty Pleasure. Da würde ich sogar sagen, nee, der Song doch, der für ist, mich schon. Ist cool. Nee, also ja, es ist so ein bisschen, aber nee, ich hab hier, glaube ich, schlimmere Sachen teilweise. Oh, lass mich raten. M-Bop von den Hensons? Nee, das ist wirklich schrecklich. She's Got That Light von Orange Blue? Oh, ganz, ganz schlimme Nummer. Lemon Tree? Nee, ich finde, She's Got That Light wäre sogar noch so eine Nummer, wo ich sage, die finde ich nicht so übel. Nee, der Typ die ist halt einfach wahnsinnig schmachtig. Spätestens, wenn die Strophe anfängt, der dann so rumjault, ja, okay, gut, und dann leidet und so, könnte ich dem irgendwie der Refrain ist ganz, ganz, ganz schlimm. Naja, gut. Kommen wir zu meinem Platz 5. Mein Platz 5 ist, du hast gerade schon gesagt, Lemon Tree tatsächlich. Lemon Tree ist so eine Nummer, ich finde die wirklich kacke, aber es gibt so ganz seltene Momente, wo ich dann mich selber dabei ertappe, dass ich die so aus Versehen mitsinge. Kennst du das? Und das ist halt so ein ganz schlimmer Moment, wo ich mich selber hasse, aber ich kann es irgendwie nicht einstellen. Vielleicht möchte ich, weil ich da Kind war, als die Nummer rauskam. Ich war ja schon jugendlich. Das sind tatsächlich die paar Jahre, die uns trennen. Ja, naja, klar. Ich möchte kurz einen Gitarrenschüler von mir von früher zitieren, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob du den nicht auch irgendwann von mir übernommen hast. Ein erwachsener, junger Mann, der in einem vollkommen anderen Zusammenhang, nämlich dem, dass er sagt, er fand damals Kelly Osbourne, also Ozzy Osbournes Tochter, fand er irgendwie heiß. Klar. Mit der und hat das begründet mit der Aussage, ja, weißt du, ab und zu braucht man auch was Ekliges. Ja, so ungefähr. Und ich glaube, so kommst du jetzt mit Lemon Tree um die Ecke. Ja, aber es ist so das Beispiel, dass du eben halt so im Auto sitzen und du hast das Fenster runter und der Song läuft und du passt einen Moment nicht auf. Du vergisst einen Moment deine eigentliche Identität als Musiker. Das ist der Moment, wo ich dann da sitzen kann. I wonder how. Nein. Ja, aber da muss ich da zugeben. Das ist genau der Groove, den ich hasse. Okay, gut. Die Pleasure. Es ist gut. Dann tut mir leid. Ich distanziere mich von mir selber. Ich muss die App wieder öffnen. und tatsächlich, natürlich beruflich bedingt durch meine Aktivität in der entsprechenden Band, ist in meinem Leben natürlich Udo Jürgens immer stärker zum Thema geworden. Und ich muss natürlich auch sagen, dass ich im Zusammenhang mit der Arbeit in meinem Udo Jürgens Projekt. Du machst auch viel Geld alles, ey. Wahnsinnig, doch wirklich ziemlich guten Content von Herrn Jürgens geschrieben. feststellen musste. Ja, und ich habe mir ein krasser Content Creator. Ich habe mir jetzt einen Song ausgesucht von Udo Jürgens, den ich echt gut finde und der heißt Ich bin dafür. Ja, und der Song, da gehe ich schon recht steil drauf, auch beim Spielen. Deswegen ist mein Platz 4. Ich habe also überlegt, ob ich eine Saya von Scooter nehme, aber nein, Udo Jürgens geht da steil. Ich bin dafür von Udo Jürgens. Finde ich gut. Mein Platz 4 ist ein bisschen weniger peinlich, liegt aber auch daran, weil der Film, weil der Song in einem Film oder in einer Serie sehr, sehr gut weggekommen ist. Seitdem schäme ich mich ein bisschen weniger dafür. Oh, warte. Ich bin ja so ein Spätsozialisierter. Ich habe ja sehr viel ältere Musik gehört als die Musik, die ich eigentlich hätte hören müssen, als ich älteres Kind Mrs. Robinson. Nee, ja. Wobei für den Chat, also
dich nicht. Für den schämt man sich. Nee, für den schämt man sich. Ich schäme mich dafür, dass ich immer ausflippe, weil ich den Song leider wirklich gut finde. Dreams are my reality. Nee, More Than a Feeling von Boston. Oh nee, das ist aber für mich auch überhaupt kein Guilty Pleasure. Doch, das ist schon ein ziemlicher cheesy Song. Nee, finde ich überhaupt nicht. More Than a Feeling finde ich super. Nee. Da stehe ich zu. Da bin ich auch alt genug, um das zu sagen. Du ja, ich nicht. Also wenn ich bei meinen Freunden gesagt habe, ja, dann hätte ich ja auch, dann hätte ich ja auch als Guilty Pleasure, dann hätte ich als Guilty Pleasure auch Don't Stop Believing von Journey nehmen können. Finde ich aber auch. Nee, gar nicht. Das ist so eine, doch, das ist nämlich zum Beispiel so eine Nummer. Das höre ich vollkommen ironiefrei laut. In der Öffentlichkeit. Das kann ich nur voller Ironie in der Öffentlichkeit hören. Quatsch. Ganz schlimmer Song. Ganz schrecklich. Und das ist zum Beispiel so eine Nummer, die totgespielt wurde. Das gleiche gilt auch für Boston. Und du musst ja hier auch wieder sehen, als ich in der Schule war, als es um Coolness ging, konnte ich doch bei uns ging es auch um Coolness. Ja, aber da konnte ich doch nicht sagen, dass ich Boston höre. Weißt du, wie alt die Nummer ist? Meine Klassenkameraden, die haben mich erschlagen. Das ist ein Guilty Pleasure seit meiner Schulzeit und selbst heute, wenn ich mit Gleichaltrigen irgendwo bin, gucken die mich mit großen Augen an, obwohl die mittlerweile natürlich auch wissen, dass es den Song gibt und so. Aber das ist halt was, das haben unsere Eltern gehört, ist uncool. Daher es gibt von Boston viel cheesigere Songs, wie zum Beispiel Amanda. Aber okay, dann komme ich mal zu Platz 3. Platz 3 ist ein Song, den fand ich tatsächlich schon, bevor wir unsere gemeinsamen musikalischen Aktivitäten in der Bumsbude wieder aufgegriffen haben, gut. Hatte den auch gar nicht so in der Schlagerecke verortet, habe aber dann festgestellt, dass natürlich das Disco-Fox, nicht das Disco-Fox-Publikum, auf den Song unfassbar gerne rummacht. Und zwar ist mein Platz 3 Vogel der Nacht von Stefan Remmler. Ja. Finde ich aber auf seine auch Art echt ein cooler Song. Ist ein guter Song. Ist einfach wirklich ein guter Song. Kryptischer Text, scheiße gesungen, hat so eine Scheiß-Egal-Attitüde. Hat gepitchte Backing-Vocals. Gepitchte Backing-Vocals, ist unfassbar ironisch. Irgendwie der ganze Sound auch wieder singt. Voll Sieg hinauf bis. Ja, gut, das Problem ist natürlich für uns die Assoziation. Immer wenn ich Vogel der Nacht höre, sehe ich vor mir. Ich sehe so viel Zungen. Stehblues-Pärchen mit langen Zungen. Also die sich quasi. In Motto-Shirts. Wie soll ich sagen? Unter dem wie zwei Gene Simmons befummeln. Wie zwei Gene Simmons, die sich gegenseitig mit schnitzelgroßen Zungen Ohrfeigen geben. Platsch, platsch. Oh Gott, Leute, wir haben Dinge gesehen. Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, da passt der Song echt schön rein. You don't know, man, you haven't been there. Es weckt auch bei mir leider Erinnerungen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Krass. Ja, nee, kann ich aber verstehen. Aber wäre für mich, glaube ich, auch kein Guilty Pleasure. Ist eine Nummer, die höre ich mir heute auch freiwillig an. Ich mache sie mir nicht an, aber ich freue mich, wenn sie läuft. Ja, okay, das lasse ich gelten. Finde ich aber trotzdem immer noch handwerklich und ich glaube, von der Attitude her einen guten Song. Da gibt's andere schlimmere Sachen. So zum Beispiel auch mein Platz 3. Mein Platz 3 ist wirklich eine Kacknummer. Ist aber für Leute, die in meinem Alter sind, glaube ich, flächendeckend so ein Ding, wo man nach 3 Moskau Mule auf einer Hochzeit von Bekannten auf die Tanzfläche stürmt. Ich will raten. Und alle singen auf jeden Fall mit, wenn die so in meinem Alter plus minus 3-4 Jahre maximal sind. Narkotik. Nein. Narcotic wurde auch noch halbwegs ernst genommen. Nee. Komm, bevor du hier alle meine Songs wegnimmst, abgegriffen. Nee, Narcotic hast du nicht abgegriffen, steht bei mir nicht drin. Backstreet Boys natürlich, As Long As You Love Me. Das ist was, da steht meine Generation auf der Tanzfläche und der Song bleibt kacke und der Text ist scheiße, aber da stehen wir alle da und singen den Refrain laut und schief und besoffen mit, wenn der DJ das Ding spielt. Und glaub mir, jeder. Das ist euer Don't Look Back in Anger. Ja, genau, das kann man ziemlich genauso sagen. So Ende 90er müsste das gewesen sein, ziemlich späte 90er, Anfang 2000 vielleicht sogar schon. Das ist einfach, also da kriegst du auf jeder mit 30er Hochzeit zwischen 35 und 40, kommen sie alle, egal, da kommen die sogar vom Klo gerannt, um bis zum Refrain auf der Tanzfläche zu sein, dann liegen sich alle besoffen am Who you are, where you are. Die Nummer finde ich total nichtssagend. Die ist scheiße, ist komplett scheiße. Nein, deswegen, aber die berührt mich auch nicht, deswegen. Okay. Ist halt so ein Boygroup. Platz 2. Wir waren ja schon mal bei Scooter. Ich gehe jetzt mal in die Richtung. Und zwar, als in den 90ern der Eurodance seinen Ostwärtsfeldzug hielt sozusagen. Und wie soll ich das jetzt schön sagen?
als die Eurodance SS Europa überrollt hat. Nein, habe ich ja die Totalverweigerung gelebt und habe gesagt, okay, alles, was in den Charts ist, ist scheiße, außer Nirvana, Metallica und Guns N' Roses. Und Scatman John. Die drei Bands waren okay. Nee, Scatman John finde ich bis heute Müll. Scatman John klingt. Scatman John kannst du singen, wenn du einfach deinen Mund, deine Lippen in so einen Ventilator hältst oder so. I'm a Scatman. Ja, genau. Du musst einfach Lippen in ne? Ventilator, nicht Vibrator. So, zurück zum Thema. Also, ich fand aber eine Nummer immer geil, weil die für mich im Herzen eine Rocknummer ist, die einfach in diesem Eurodance-Genre halt gelandet ist. Und zwar ist halt Mr. Vain von Culture Beat. Krass, weil okay. die tatsächlich Tempo, Sounds, die geht einfach komplett. Die geht komplett nach vorne. Das ist eine Dance-Nummer, die rockt. Und fand ich damals schon geil, hätte ich aber nie im Leben zugegeben. Deshalb ist halt mein Platz 2, weil das auch wirklich jetzt ein echtes Reveal ist. Also Culture Beat Mr. Vain, weil ich ja öfters schon mal live halbironisch zum Besten gebe, ist tatsächlich ein Guilty Pleasure von mir. Da kommt, ich glaube nämlich nicht, dass das dein Platz 1 ist, deswegen hau ich so raus. Habe ich in meiner Liste vergessen, passt aber in die gleiche Ecke. Für mich aus den 90ern Guilty Pleasure. Nicht mein Platz 2, sondern einfach jetzt nur off the board. Insomnia. Auch so ein Song, wo ich immer wieder denke. Ja, Insomnia sehe ich gar nicht als Guilty Pleasure an. Finde ich, ist ein geiler Song. Richtig geiler Song. Ja. Also das Ding bis heute auch soundmäßig für einen. Also da haben wir Leute aus meiner musikalternativen Bubble, die eigentlich nur irgendwelche Hardcore-Bands hören, die kein zweiter kennen darf, sonst sind sie schon Mainstream. Selbst die mögen Insomnia. Ja, die Nummer ist. Insomnia ist stark. Ja. Kommen wir zu meinem zweiten Platz. Und zwar, die Liebe geht wirklich tief. Ich bin, deswegen ist eigentlich mehr die Künstlerin Guilty Pleasure, weil ich finde eigentlich alles, fast alles ziemlich geil, was sie gemacht hat. Und das, ein bisschen schäme ich mich dafür, ein bisschen aber auch nicht. Es lässt sich auch ein bisschen damit erklären, dass der kleine Philipp, als sie loslegte, war ich schon nicht mehr ganz so klein, aber immer noch klein genug, dass es für mich halt so ein bisschen so dieses. Deutsch oder Englisch? Englisch. Okay. Dieses. Ah, ich weiß es. Erst sexualisierende durch Popmusik. Ich weiß es. Und ich glaube, ich fand die auch scharf und ich war älter als du. Und deswegen war es bei mir schon cringe. Extrem scharf. Und ich war auch nicht so viel älter als ich, aber einfach schon super früh erfolgreich. Okay. Da darf ich fragen: heißt der Song. Moment. Complicated? Oder heißt der Song Skaterboy? Weder noch. Ah, ich dachte, du redest von Avril Lavigne. Nee, ja, okay, falsche Künstlerin. Ich bin tatsächlich bei Britney Spears und als Hit Me Baby One More Time kam, hat mir das völlig die Schuhe ausgezogen. Erst auf präpubertär sexueller Ebene und bis heute mit dem Song, weil die Nummer ist einfach fett. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, nicht jeder so sieht. Ich glaube auch, dass viele den Song einfach nicht verstanden haben. Aber der Song ist so ein bisschen ähnlich wie wie du es eben beschrieben hast, auch so eine Nummer, die funktioniert eigentlich auch als Rocktitel. Die Nummer hat eine mega geile Melodie und auch wenn es Britney Spears ist oder nicht, aber die Nummer ist mega geil. Die hat halt schon mal einen Riff. Geiler Song und die hat einfach Sex, die hat alles. Also da ist aber ein guter Song. Komme ich heute noch geflogen, wenn der DJ das auf einer Hochzeit spielen würde, wäre ich auch sofort am Start und würde mit meinem Team machen. Gibt eine geile Coverversion, die habe ich früher mit einer Coverband gespielt. Die ist aufgenommen worden von Frank Zappas Sohn Dweezil Zappa mit einer sehr geilen Gitarre. Und wenn ich denn mal in dir zweifelhafte Vergnügen komme, die Nummer spielen zu müssen, dann spiele ich sie meistens so wie Dweezil. Ja. Also zumindest lege ich sie so an. Ja. Sehr, sehr guter Song. Kommen wir also somit nach Britney Spears zu voller zum Spannung. Zenit zu des Charmes. Platz Nummer 1. Ja, mein Platz 1. Kurz ausholend, die Band ist an sich für mich schon Guilty Pleasure und waret eigentlich seit ich sie kenne und ich kenne die Band, glaube ich, seit es sie gibt. Also so, wir reden von Mitte 80er bis ich schätzungsweise Mitte 90er. Ich muss sagen, fast durchgehend Songs, die ich geil fand, bis auf ein, zwei Totalausfälle, die ich dann aber auch ganz schlimm finde. Das Image der Band
Image der Band ist so lala, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall nix, was in Profimusikerkreisen oder auch Kreisen, die sich selber für was Besseres halten. Dazu muss ich sagen, ich trage heute einen schwarzen Rollkragenpulli. Also, was halt in solchen Kreisen in irgendeiner Form noch Wert hat. Also, Mosch. Nein. Mein Platz 1 ist Listen to Your Heart von Roxette. Das ist guilty. Das ist Roxette, super guilty. Roxette ist definitiv mein Guilty, weil ich immer schon fand, dass Roxette, solange der Typ die Fresse hält, ja, unheimlich gegroovt haben, einen geilen, ja, twangigen Gitarrensound hatten und saugute Songs hatten. Einer die der Songs Totalausfälle, einer der Totalausfälle für mich ist How Do You Do, den finde ich wahnsinnig schlecht. How do you do? Ja, wahnsinnig do schlecht. You do? Ja, da, 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 da. Ganz schlimm. Song, ja. Aber Listen to Your Heart ist, Listen to Your Heart ist großartig. Ja. Dann war Joyride großartig. Ja. Also die ganze Platte Joyride. Ich glaube, das ist diese Platte. Also auch bei Listen to Your Heart. Das war für mich, ist das der ultimative Stadionrock. Das war wieder Schweden at its best. Ne? Ja, fett. Also deshalb. Und Listen to Your Heart ist so eine Nummer, wenn ich die mit einer Coverband spielen darf, dann freue ich mich. Weil ich weiß, jetzt kannst du Pathos, du kannst auf die Nummer unfassbar gut rumfiedeln als Gitarrist, du kannst, oh, genau, kannst halt Stoff geben, du kannst sie sehr hart spielen, du kannst mit der Nummer richtig Spaß haben. Deshalb ich finde auch sehr gut, dass die Sängerin von Roxette nach dem Ende von Roxette bei Scooter eingestiegen ist. Ja, weil der Krebs so aus einem macht. Ne? Das ist Wahnsinn. Wie boshaft. Ich dachte, der Frontmensch von Scooter wäre Heller von Sinn in den 80ern. Auch. Okay. Aber das, kommt so ein bisschen drauf raus. Ne? Doppelleben. Obwohl, es gibt schon ziemlich viel Ähnlichkeit zwischen Heller von Sinn und H.P. Baxter. Ja. Das müssen wir mal so stehen lassen. Aber wie gesagt, es schreit sich völlig anders in Fizz. Kommen wir demnach zu meinem Platz. Sein Platz 1 kommt jetzt. So, mein Platz 1 ist wirklich guilty und leider aber wirklich auch ein Pleasure. Und du wirst, glaube ich, aus allen Wolken fallen. Und vielleicht wird das die Zusammenarbeit hier auch beenden an dieser Stelle. Ich hole mir schon mal ein Taschentuch. wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe es ja ein bisschen leichter im Ranking, weil ich immer wieder sagen kann, ich bin ja jünger als du. Okay, wie schlimm wird es? Es wird sehr schlimm. Deswegen, okay. Ich bin ja auch ein bisschen da sozialisiert worden, weil ich da wirklich noch jung war. Ich habe mich auch schon, wie wir beide, sehr früh für Musik interessiert und wir hatten ja nichts in den 90ern. Dementsprechend habe ich eine Band auch leider so ein bisschen gefeiert, was ich heute anders sehe, aber es gibt einen Song dieser Band, der Rest ist wirklich Schund, aber es gibt einen Song dieser Band, den kann ich leider musikalisch immer noch irgendwie mögen und der macht immer noch irgendwie was mit mir. Ich weiß 90er. Nicht, ob es einfach so die Erinnerung an die Zeit damals ist oder ob es wirklich auch so die Harmonie von dem Song ist, aber mein Guilty Pleasure auf Nummer 1 zu deinem Entsetzen nicht sagen, ist. Nicht sagen. 90er? Ja. Deutsch oder Englisch? Deutsch. 90er Jahre. Kommst nicht drauf. Warte. Pop oder Schlager? Dazwischen. Ein Duo? Nee. Also nicht Rosenstolz. Eine richtige Band. Nicht Rosenstolz. Münchner Freiheit? Nein. Nee. Bin ich zu jung. Eine Band aus einer. Echt? Ich sehe die an. Echt? Pass auf. Und zwar? Nein? Du schüttelst Kopf, okay. Nein. Echt? Was könnte ich denn noch? Die Band hat noch weniger Buchstaben im Namen als echt. Bab? Na, genauso viele Buchstaben, falsche Band. Band mit drei Buchstaben. Darf, dürf. Nee. 80er. Nee. Ja, ist 80er, 90er. Ja, sag. Pur, Abenteuerland. Bah! Du krankes, perverses Schwein. Ich sag ja, das ist die letzte Folge Discofax. Wir müssen uns Zusammenarbeit an dieser Stelle einstellen. Um Gottes Willen. Ich muss mich hier ganz deutlich von dir distanzieren. Irgendwo hat der Geschmack Grenzen. Ich dachte, das hier wird ein Spaß. Um Gottes Willen. Was kommt denn als nächstes? Scorpions. Ja, Wind of Change habe ich auch hier stehen.
Doch, da könnte ich dich antun. Nein, ich muss leider wirklich sagen, also ich finde alles scheiße, was Pur gemacht haben, außer dem Song Abenteuerland. Die Nummer ist wirklich gut. Der Text ist fragwürdig. Nein! Die hat eine spannende Harmonieführung, die hat einen echt guten Sound für die Zeit. Die ist auch leider gar nicht so schlecht gesungen von Herrn Engler, wenn die Worte nicht wären. Also der Text ist kacke, kann ich aber bis heute komplett von A bis Z auswendig, was letzt noch zur Belustigung meiner Frau führte, weil ich den kompletten Scheißtext in meinem Kopf habe. Ich habe die Platte echt oft gehört. Ne? Also das, so leid es mir tut und zum Glück gibt es keine Situationen, in denen der Song heute einfach ich so auftaucht. Ich kann doch jetzt mit dir nicht in das Musical fahren. Wieso meinst du, weil ich dann... Du hast alles Augen kaputt gemacht. Die schöne fängst du hier neben mir an zu weinen, wenn ich... Ja, umso besser. Kannst dich drüber lustig machen. Wie soll ich mir das denn noch schön saufen da? Ja, das ist ja dann deine Sache, ne? Aber es tut mir leid, ey. Wir sind hier offen und ehrlich und mein absolutes Guilty Pleasure, was ich am liebsten geheim gehalten hätte, aber ich bin so offen und fair und lass es raus, wäre der Song Abenteuerland von Pur. Oh mein Gott! So, Johannes wird jetzt schlechte Träume haben heute. Das wird ihn jetzt den ganzen Rest des Wochenendes und der kommenden Woche beschäftigen, bis wir uns am kommenden Freitag wiederhören, ne? Also, ihr könnt jetzt gerne nochmal in unsere Guilty Pleasure Songs reinhören. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was eure Guilty Pleasure Songs gewesen wären. Vielleicht machen wir da nochmal eine Nachbesprechung drüber. Wenn ihr nächste Woche auf dem gewohnten Platz keine weitere Folge Discofox findet, dann liegt es daran, dass Johannes und Irre uns jetzt nach diesem Vorfall, nenne ich es mal, getrennt haben. Oh mein Gott! Wenn ihr kleine Kinder habt und im Rheinland aufwachst, hört unbedingt nochmal den Anfang der Folge, damit eure Kinder möglichst sexualisiert aufwachsen und wissen, wie man sich im Rheinland zu verhalten hat. Ansonsten die Scooter-Doku nicht vergessen. Genau, das ist eigentlich ein super Karnevalsknicke, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Man muss ja wissen, wo man angefasst wurde, damit man das der Mama auch sagen kann, wenn man aus der Kirche kommt. Dementsprechend, wenn ihr ansonsten nach dem Schauen der Scooter-Doku noch ein bisschen Kapazität haben sollt, dann hört unbedingt in Johannes letzte Single und alle Singles davor rein und mein Album unbedingt streamen und es hochpushen. Da wären wir total verbunden. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Discofox. Johannes, hast du noch irgendwas hinzuzufügen außer deiner Abneigung gegen Pur und Abenteuerland? Mit dir rede ich nicht mehr. In diesem Sinne sagen schlechterdings Tschüss, Johannes Schier aus der Nähe von Trier und gut gelaunt und bester Dinge und Abenteuerland kopfpfeifend Hilfe da aus Köln. Macht's gut, tschüss zusammen, bis nächste Woche. Ciao. Wie kannst du nur? Es tut mir leid, was soll ich machen? Ich wollte ehrlich sein. Bah! Ja, es, was, also, ich war jung, ich brauchte das Geld. Ekelhaft. Ja, komm, als ob du hier irgendwie Roxette jetzt mal wirklich im Ernst. Ey, Pur. Ich sag nur, Abenteuerland ist mindestens so cool wie Roxette. Wie lange sind die hier schon zusammen? Ist aus. Nee. Läuft noch. Ich sag gar nichts mehr. Ja, dann lass doch stehen halt, mein Gott.